Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und zur fünften Folge bzw. zum vierten Spiel. Einmal gegen alles Warhammer 40k und wie ihr seht, der gefürchtete Imperial Fist-Spieler Flo ist wieder am Start. Servus. Du hast richtig Wut wahrscheinlich, weil du das letzte Spiel mit gegen die Necrons da verloren hast, gegen unseren Power-Gamer Kai. Absolut. Grüße an Kai auf diesen Wege. Ja, heute willst du richtig Gas geben, ne? Ja, naja, geht so. Schauen wir mal. Ja, wir haben nämlich... Ich würde sagen, beim nächsten Mal, da geben wir mehr Gas. Ja. Echt? Darf ich dann auch? Dann, gerne. Ja gut, aber ist heute schon nicht so ohne, glaube ich. Gucken wir mal. Weil wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, da dieser Primaris-Hype momentan so präsent ist. Und ja, da wollten wir einfach mal testen, wie die alten Marines sich gegen die neuen Primaris-Modelle schlagen. Deswegen habe ich meine alten Ultramarines, das sind wirklich alte Modelle, dabei, mal wieder aus den Kisten rausgeholt und die dürfen heute mal die Primaris-Modelle verprügeln. Und ja. Ja, ich habe auch ganz wenig aus der Shadowspear-Box dabei. Ganz wenig? Ah, du hast was dabei? Ja, ja, klar. Oh, nochmal besser, nochmal mehr Special. Captain und Eliminators sind drin. Oh, das wusste ich gar nicht. Also ich habe gar nicht gesehen. Ich habe tatsächlich eine Sniper-Armee aufgestellt. Aha. Gut, dass mal eins meiner Charaktermodelle nicht rausgesnipert werden kann. Das ist schon mal gut. Ich sagen, mit, das wird hart. Da wird es schwierig zu snipern, ja. Dazu kommen wir gleich. Ja, heute das letzte 1500-Punkte-Spiel jetzt ganz offiziell. Also wie angekündigt, werden wir jetzt so langsam hoch eskalieren, was die Punkte angeht. Und wir werden uns dann... Das habe ich letztes Mal zu Jens auch gesagt, wir werden so bei 1750 dann einpendeln, da werden wir ganz viele Spiele machen. Cool. Und ich denke, weil das halt einfach eine geile Größe ist. Ne? So, ja. Da lassen sich einfach die besten Spiele mitmachen. Und deswegen, wie gesagt, letzte 1500 Punkte, du hast eine 1500 Punkte Liste. Heute habe ich 1500 dabei. Nicht, dass wir jetzt aneinander vorbei. Oh, ich habe doch nur 500 aufgestellt. Nein, 1500 Punkte, letztes Spiel. Zur Mission an sich, es gibt keine großartige Mission, wir werden das nach wie vor mit Missionszielen von Ars Belica machen. Das heißt, pro gehaltener Missionszielpunkt gibt es am Ende der eigenen Runde einen Siegpunkt und am Ende zählen wir dann, wenn es wirklich so knapp sein sollte, nochmal die Killpoints. So dass wir uns einfach nur auf das Spielen konzentrieren müssen, so ein bisschen, aber trotzdem auf Field Control achten müssen, dass wir ein paar Missionsziele halten. Alles ganz easy und dann schauen wir mal. Also Ars Belica wird schon so unser Grundstock bilden. Das wird natürlich auch, wie ich das schon mal gesagt habe, im Armeelistenbau nicht immer funktionieren. Das heißt, wir haben da Kombinationen, die so nicht möglich sind eigentlich bei Ars Belica. Aber wir werden das dann trotzdem mal spielen. Das heißt also, wir gehen auch mal auf Ars Belica ein, aber Armeelistenbau außen vor. Ja, das dazu. Passt das. Dann schauen wir uns jetzt die Armeen an und dann geht es auch gleich los. Ultramarines klassisch gegen Primaris Imperial Fists. Viel Spaß. 1495 Punkte Ultramarines in einem Battalion Detachment. Angeführt wird das Ganze von Maneus Kalga. Ja, ihr seht ihn etwas schlecht. Er ist noch ein bisschen kleiner als das neue Modell. Das ist nämlich das alte Modell. So, dann haben wir Warlord Trade, ist klar bei ihm. Dann haben wir einen Lieutenant mit Power Fist und Storm Bolter. Der hat das Relikt Armor Indominus. Dann haben wir noch dabei als dritte HQ Sergeant Kronos in einem Predator. Das ist leider nicht Uzi-Wik hier vorne. Das ist eine Autocannon. Ansonsten hat er einen Stormbolter, Hunter-Killer-Missile und zweimal Less Cannon dabei. Dann haben wir 3 Trupps Marines. Also hier gehört jetzt noch einer dazu. Hier einmal den Trupp mit Chef hat, Sergeant hat Power Fist und dann haben wir noch einen Flamer irgendwo dabei gehabt hier. Ich muss gleich mal neu ordnen. Dann haben wir hier 6 Stück mit Sergeant Kettenschwert, Boltpistole und einer Less Cannon, die sitzt in einem Razorback drin. 6 Scouts mit Camo Cloak und Scharfschützengewehr. Der Trupp hier auch Kettenschwert, Boltpistole und einen Raketenwerfer. Dann haben wir noch einen Predator, auch mit Autocannon und zweimal Less Cannon, Stormbolter, Hunter-Killer-Missile und einen 5er-Trupp Thermis. Der Chef hat Sturmschild und Hammer. Dann haben wir noch einen mit Sturmschild und Hammer und 3-mal mit doppelter Energiekralle. Ja, Razorback ist mit der
Twin Assault Cannon, auch Stormbolter und Hunter Killer Missile ausgestattet. Und ja, Battalion Detachment, wie gesagt, 1495 Punkte Oldschool Ultramarines. Ja, dann haben wir auf der Gegenseite 1500 Punkte Imperial Fists, auch Battalion Detachment mit zwei Trupps Scout, komplett Visivik, mit Camo Cloaks, Sniper Rifle, Raketenwerfern. Ein weiterer Trupp Scouts mit Boltern und Heavy Bolter, auch Visivik. Dann haben wir einen 8er Trupp Hellblaster, die sind als einzige nicht Visivik, weil die ganz normale Plasmawerfer haben. Dann haben wir einen Aggressor Squad, auch komplett Visivik. Intercessors mit Bolt Rivalen. Der Dreadnought, der dabei ist, der trägt Onslaught Gatling Cannon, eine zweite Gatling, die Bolters und auch die Raketen. Dann bleibt noch der Windicare Assassin. Mal so ganz nebenbei. Mal so ganz nebenbei, der versteckt sich halt gut. Ne? Ich mein, das kann er. Ein Ancient, der trägt natürlich das Banner des Himmelfahrenden Imperators, ein Captain in Phobos Armor, ein Primaris Lieutenant und nochmal einen Eliminator Squad. Ja, das war's auch schon. Ja, übrigens meine Assassine dabei, ne? So ganz heimlich eingeschleust. Nur mal so fürs Protokoll. Ja, geil. Schöne Armee, ne? Bisschen schöner als meine. Den Preis hast du auf jeden Fall schon mal gewonnen heute. Herzlich willkommen auf dem Board und wie ihr seht, die Aufstellung ist jetzt auch schon gemacht und ich fange einfach mal, mit dem Board an. Also wir haben hier eine wunderbare kleine Industrielandschaft und wie ihr seht, die Missionsziele sind wieder nach Ars Bellica aufgestellt und wie ihr auch seht, wir haben wieder anonyme hefehaltige Kaltgetränke hier, weil es ist wieder spät und wir spielen halt wieder eine Runde. Ja, alles ist aufgestellt. Flo, dann erzähl doch einfach mal bei dir zuerst, wo du was stehen hast. Mhm. Ah, warte mal, ich muss hier rumkommen, weil da steht ja noch was. Was Fieses übrigens. Genau, da fangen wir auch gleich an. Die Eliminators stehen in Deckung mitten auf dem Feld. Dann haben wir den Scout-Trupp. Warum? Hier. Jetzt erklär noch mal ganz kurz für alle Neuen. Das ist ja eine neue Einheit. Warum genau stehen die da in Deckung und sehen nichts? Die stehen in Deckung und sehen nichts, weil sie indirektes Feuer mit einem ihrer Geschosse haben. Die haben drei Geschosse. Eins im Prinzip für Charakter, eins gegen Infanterie und eins halt auf indirekte Sichtlinie. Ja, super geil, ne? Genau, das macht die Einheit auch so ein bisschen wertvoller. Dann haben wir hier der Scout-Trupp, hält das Missionsziel, unterstützt von einem im Kampftrupp aufgeteilten Intercessor Squad. Wir haben ja da einen Scout-Trupp, hier einen Scout-Trupp, der ebenfalls ein Missionsziel hält. Der Dreadnought steht hier und hier meine Ballerborg mit der anderen Hälfte des Intercessor Squads, die Aggressors, Lieutenant, Ancient Captain, Phobos Captain und Hellblaster Squad. Mhm, das war's. Achso, und im Orbit steht natürlich mein Windicare. Ja, ist klar. Ja, bei mir hier hinten ein Marine-Trupp mit Raketenwerfer. Da ist Kronos, da ist Razorback mit dem kleinen Trupp und Less Cannon. Lieutenant Maneus Kalga, der andere Predator und hier hinten haben wir die Scouts. Und in der Teleportkammer sind bei mir die Terminatoren und der Droppod kommt natürlich auch noch gleich vom Himmel gesprungen mit dem Marine-Trupp. Ja, gucken wir mal. Also Flo hat den ersten Würfelwurf um die Aufstellungszone verloren. Also wie ihr seht, logischerweise habe ich mir das hier hinten ausgesucht. Allerdings durfte er zuerst aufstellen. Ich war zuerst fertig, kriege also plus 1. Und dann schauen wir einfach mal, wer anfängt. Los geht's. Roll off. Oha, okay. Auf ein schönes Spiel. Du darfst aber noch versuchen. Ich könnte die Initiative glauben, ne? Ja. Auf eine 1, ne? Nee, auf einer 6. Auf einer 6, dann würde ich diesen Würfel nicht nehmen. Dann fast. Oh, das war knapp. Oh, okay. Ja, dann Zug 1 Ultramarines. Bewegungsphase ist auch schon vorbei. Wie wir sehen, hier hat sich nicht so viel getan, außer Razorback nach vorne gefahren. Stehen geblieben. Die Typen allerdings sind advanced. Mit einer 6 halten das Missionsziel, weil ich hatte kurz überlegt, ob ich die so ein bisschen weiter nach vorne bringe, dass ich
dass ich die da schön am empfindlichen Ziel anbringen kann. Aber dann dachte ich mir, komm, dann werden die in der nächsten Runde definitiv safe durch die Aggressoren rausgeschossen. Und dann, naja, lieber mal einen Punkt bringen hier. Ja, und dann kommen wir in die Schussphase. Die Jungs haben nahezu alle nichts in Reichweite. Allerdings wird der Missile Launcher einen Schuss in die Scouts hier drüben ballern. Also da oben soll es einfach mal kurz ein bisschen wackeln in den Turm. Deswegen, Heavy 1, Crack, auf die 3. Nein, nichts. Okay. Razorback, Stormbolter und Twin Assault Cannon in die Scouts, Hunter Killer Missile hier rüber. Wir fangen an mit der Twin Assault Cannon. Die treffen wir auf die 4. Dürfen 3 nicht wiederholen, weil die eigentlich getroffen hätten. Oh, ansonsten alles. Durch Maneus Kalga. Ups, einen Würfel runter. Und dann haben wir Stärke 6 auf die 3 und dürfen 1 wiederholen durch den Lieutenant. Okay, das ist, sind nur 4 Stück mit minus 1, bitte, Flo. Wo ist denn der Lieutenant? Der ist hier hinter, auch 6 Zoll weg. Okay. So, was hast du? 4 Stück minus 1 auf die Scouts. 4 Stück minus 1 und haben sie noch einen Dreier. Korrekt. Alles safe. Ja, läuft. Stormbolter mit der Beta-Regel zählt ja auch für das Fahrzeug, denke ich. Aber ist egal. Ist eh Rapid Fire. Und nein. Stärke 4. Einer minus 0. Mhm. Auf die 2 plus. Safe. Okay, Hunter Killer Missile. Auf den Dreadnought, ne? Genau. Und da würde ich, glaube ich, mal einen Command Point ausgeben. Mhm. Ja, machen wir auch. Auch wieder nicht. Alles klar, runter. Hör mal. Dann haben wir den Predator. Und der wird seine Autocannon und ja, die Autocannon geht in die Aggressoren. Die Laserkanonen und die Hunter-Killer-Missile geht in den Dreadnought. Wir fangen an mit 2D3 Schuss Autocannon. Das sind 3. Ich habe jetzt eben gehört, dass ich niemals jetzt zweimal die gleichen Würfel nehmen soll. Auf die 3, alles wiederholen. Und dann haben wir mal ganz gepflegte Stärke 7 auf die 3. Oh, dann haben wir 3 Stück mit minus 1. 3 Stück minus 1, dann haben wir einen Vierer. 2 safe, ein Leben weg. Nee, 3 Leben. Ah, 3 Leben. 3 Leben? Ja. Dann ist einer tot. Habe ich denn irgendwas in 18 Zoll Reichweite? Die sehe ich wahrscheinlich nicht. Nee, da bist du überall raus. Tja, dann ist wohl einer einfach tot. Genau. So, Hunter Killer Missile in den Dreadnought. Trifft. Verwundet definitiv. Mit minus 2 in den Dreadnought. Okay. Auf eine 5. Nein. Dann haben wir die 6. Oh. Oh fuck. 6. Ja. Das hat sich schon gelohnt. Dann die beiden Laserkanonen. Auf die 3, beides. Und wieder auf die 3. Und einen dürfen wir wiederholen. Nichts. Immerhin. So, 6 Leben hat er verloren, ne? Genau. Sergeant Kronos schießt die Autocannon und Stormbolter hier oben rein. Und die beiden Laserkanonen gehen da hinten rein. Die Hunter-Killer-Missile wird noch nicht schießen. 2D3 Schuss. 2 Stück. Auf die 2. Einen wiederholen. Also. Oh. Okay, auf die 3. Ja, dann einmal mit minus 1 in die Scouts. Scouts. Auf eine 3 plus. Ja. Safe. Okay, das ist. Also, dachte ich fast. Laserkanonen. Dreadnought. Auf die 2. Nee. Ja, und auf die 3. Die nehme ich jetzt wieder andere. Einsen wiederholen. Was ist denn hier los, Mensch? Einmal mit minus 3. Auf eine 6, ne? Nein. D6. 3. Hat er noch 4. Irgendwann kriegst du ihn schon klein. Ja, aber so auf jeden Fall nicht gerade. Das war das Ende meines Zuges und ja, es ist nicht so viel passiert. Wir haben ein paar Zuschauer und da sagte einer gerade, der gute Ragnar, die sind noch ein bisschen eingerostet, die alten Marines, und das wird es wahrscheinlich auch sein. Wir hoffen mal, dass das in der zweiten Runde jetzt anders wird.
Und dann kommen wir in die Bewegungsphase der Imperial Fists. Vergessen haben wir natürlich noch, dass es 2-0 steht, weil ich den und den Punkt erhalte und dann Bewegungsphase Imperial Fist beendet. Aggression mit einer 6 Advanced, Lieutenant mit einer 5, ansonsten eher mit 7 Zoll insgesamt. Also der Captain. Headlaster auch mit einer 5 Advanced. Ja, das stimmt. Können Dreadnought normal bewegt. 4 Zoll waren es noch, ne? Oder nee, irgendwie? Noch 8. Dann noch 8, ja. Genau. Alles andere stationär geblieben, außer ich habe den Windycare gedroppt in meiner eigenen Aufstellungszone, deshalb auch jetzt. Das war's mit Bewegung. Oh oh, weil der sieht den Captain, den Lieutenant. Nicht gut. Okay, Schussphase. 3 Aggressors, die Sichtlinie haben zu den Scouts, schießen auf die feigen Scouts. Ich mache erstmal 3d6 für die Raketen. Das sind schon mal 12 Stück plus 12 Stück. Nicht schlecht. Und die anderen können nicht, ne? Die anderen können nicht. Nein, richtig. Okay, genau. Dann gibt's das alles zusammen jetzt ins Gesicht hier. So, los geht's mit den Aggressoren hier. Die ballern jetzt. Genau. Die treffen auf die 3. Ne? Da darf wiederholt werden. So. Wegen Ordensmeister, ne? Das ist ja wunderbar. Genau, wegen Ordensmeister. Das heißt schon mal 18 Treffer. Mhm. Und dann haben wir noch mal 10. 10 Schuss. Genau. So, 1 und 2 wiederholen. Das noch, genau. Ja. Ja, eine Menge, 28 ne? Treffer auf die Scouts. Das sind die jetzt 30 oder was? Das sind 20. Ja, 20. Die ersten 20. Oder machen wir es der Einfachheit halber, fangen wir erstmal mit 8 Stück an. 5, 7, 8. Die verwunden auf eine 4. Mhm. Einsen wiederholen durch den Lieutenant. So, jetzt wünsche ich mir doch eigentlich mal Dings da, naja. Auf eine 4. Da haben wir schon mal 5 Wunden. Ich mach das schon mal. Okay. Ich habe ja einen Montierer. Nicht schlecht. Okay. Geht ja nur einer bis jetzt. 20 hinterher. Einsen wiederholen. Auf die 4. Und zwar. So, 4. Das, die sind auch alle durch. So, die 6 mache ich auch nochmal. Da gehen nochmal 2. Die 6, dann hast du nochmal. Dann habe ich nochmal wie viel? 7. 4. Da geht nochmal einer. Und nochmal 3. Da geht nochmal einer. Habe ich jetzt richtig gezählt? Tja. Tja, Stück, ne? Das wird hart, das wird hart. Gut. Okay, Aggressoren, fiese Sache. Der Kollege da, angekratzt wie er ist, will das jetzt nochmal wissen, weil er ballert alles auf das Razorback hier. Mhm. Los geht's. Fangen wir an mit dem Stormbolter. Durch die Bolter-Disziplin-Regel 4 Schuss auf eine 5 nur noch. Alle. wundet wahrscheinlich nur auf eine 5. Das ist richtig. Aber das hast du ja eben schon mal geschafft. Das habe ich aber eben geschafft und dadurch jetzt nicht mehr. Die eine wiederholen durch den Lieutenant. Keiner. Naja. Ja, top. Wir schießen die Icarus Rocket Pod D3. Drei Stück. Und zwar auf eine 5. Jesus. 2 Stück. Stärke? 7. Auf 4 ja, wahrscheinlich. 4, ja. Einer, minus 1. Vierer. Ein Leben, jawohl. Nein. Okay, dann haben wir noch die Gatling. 2 Stück, ich mache die zusammen, weil Reichweite passt und sind 18 Schuss. Auf eine 5. Oh, und leider ist der Captain nicht in Reichweite. Das ist nur einer. Ach du Scheiße. Na gut. Auf eine 5. Nix. Naja. Nicht schlecht.
Die Marines haben alle irgendwie keinen Bock heute hier. Nee. Wenn man das alles so betrachtet. Ja, dann bleibt dir nur noch das hier hinten, ne? Ich wollte gerade sagen, also hier kann nichts mehr schießen. Na, die können noch schießen, die können noch schießen, die können noch schießen, die können noch schießen. Ach so, ja, alles klar. Ich habe noch ein bisschen was. Na okay, naja, dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Der Trupp hier inklusive, also Rocket Launcher und Sniper, geht alles hier in das Razorback rein. Genau, wir fangen an mit den 4 Sniper Rivals. Treffen wir auf eine 3. Das ist schön. Jetzt ist wieder mein alter auf die 5. Das ist eine Deadly. Und eine Deadly. Oh nein. Und ja, naja, gut. Gibt es in Edition? Nein, ne? Doch. In Edition, ja. Okay, cool. Alles klar, nächster. Eine. Wobei, was hat er von dir schon? 7. Gut, dann kommt sein Rocket Launcher mit Crack. Ist klar. Schießt auch auf die 3. Trifft nicht. Ich sage ich ja. Tatsächlich. Weg damit. Hier, der Trupp schießt auf die Marines. Jo. Mit ihren Sniper Rival. Der Rocket Launcher geht auf den Razorback. Mhm. 4 Sniper. Treffen alles. Alle. Auf die 4. Nicht schlecht, eine. Ach. Dreier. Einer stirbt. Ja. Rocket Launcher auf ihn bei 3. Trifft auf die 5. Stärke 6. Ah, nee. Oh, sorry. Stärke 8. Nee, du hast recht. Stärke 8, ja, aber hat ja nichts. Nee, das war nicht. Das ist egal. Richtig, nee. Genau. Das war Stärke 0. Scouts! Wohin? Ach, warte mal, mit den Scouts spiele ich auch nochmal aus. Und zwar, ich gebe einen Befehlspunkt aus für Höllenfeuergeschosse. Oha. Dann haben wir einen weniger. Die Scouts schießen komplett alles, was sie haben. Das heißt, 8-mal Bolterschuss und einmal Heavy Bolter mit Höllenfeuergeschoss auf den Panzer. Ist klar. So, erstmal die 8 Bolter auf die 3. Oh Mann, ey. Oha. Auf die 5. Ja, das ist keiner. So, Höllenfeuergeschoss. Höllenfeuergeschoss auf die 3. Ja. Immer in etwas. So, dann bekommt der D3 Deadlies. Immerhin 3. Und auf 4. Nicht schlecht. Ja, wenn der Rest nochmal. Okay. Dann schießt der Intercessor-Trupp. Auch alles hier drauf. Alles da drauf. Ich überlege gerade, es macht nicht wirklich viel Sinn, wenn ich meine Crack-Granate schieße, ne? Na doch, klar. Klar. Das also, macht Sinn, auf jeden Fall. Zwei, ja. 4 schießen normal. Also kurz zur Erklärung, die sind stationär geblieben und wir spielen ja mit Beta-Regeln. Das heißt, Das Rapid Fire wird automatisch ausgelöst und entsprechend haben sie natürlich dann die doppelte Schusszahl auf die volle Reichweite. Genau, und zwar schießen jetzt erstmal 4 Stück mit den Bolt Rivals auf die 3. Sind nur 3 raus, das ist nicht schlecht. Auf die 5. Einer, minus 1. Der ist safe. Gut, dann noch die Crack-Granate. Ja, die trifft. Auf die 5. Verwundet. Minus 1, ne? Ja, safe. Schade. Ja, da kommt aber noch was. Der hier. Jetzt schauen wir uns doch mal unseren neuen Trupp an. Das macht spannend. Also meine Eliminators sind dran. Ach so, die sind dran. Oh. Ja. Ja. Die dürfen ohne Line of Sight direkt jetzt am Charaktermodell schießen, ne? Genau. Und zwar schießen 3 Stück. Die bekommen plus 2 auf ihren Trefferwurf. Also Einsen. Aber Einsen gehen ja nicht, ne? So. Ja, im Prinzip. Das war ja früher. In der alten Version ging das. Da hast du auf 1 plus auch treffen können. Egal, treffen alle. Stärke 4. Mhm.
Das ist auf den Lieutenant jetzt, ne? Oder wie? Genau, genau. Okay. Ach so, nee, auf den Boss, ne? Auf deinen. Ach, auf Kalga. Wie viel Widerstand hat er? Kalga müsste 4 haben. 4. Und der Lieutenant hat wie viel? Der hat auch nur 4. Und Leben haben beide? Lieutenant 4 und Kalga 7. Auf den Lieutenant ging das. Okay. Eine nur. Minus 1. Okay. Nicht safe. Mhm. Ein Schaden oder was? Ja. Oder ja, die ist ja nicht so stark, ne? Nee. Die andere ist nicht schlecht, die macht dann Heavy D3. Nee. Genau, die anderen. Die Executioner ist ja Stärke 4, minus 2 und D3. Na gut. Aber halt direkte Sicht, ne? Das haben wir ja nicht, zum Glück. Ja, aber das ist noch was Beunruhigendes hier oben. Assassine. Weißt genau. Du schon, wo die hin will? Ja, das einzige logische Ziel, er schießt ebenfalls auf den Lieutenant. Mhm. Und zwar, ich brauche die Reichweite wohl nicht messen. Mhm, ne? Nein. Mit lockeren 72 Zoll. Windicare Assassine auf Lieutenant. Trifft auf eine 2. Trifft. Verwundet gegen Infanterie immer auf eine 2. Mhm. Verwundet. Mhm. DS minus 3. Nix. Mm-mm. Dann kriegst du jetzt D3. Ja. Eine. Ja, runter auf 2. Er ist auf 2. Mm. So, und jetzt darfst du einen Headshot regeln. Ich würde einen Befehlswiederholungswurf ausgeben. Mm. Dann haben wir noch. Ja, würfel mal. Niemals den gleichen Würfel. Ja. Oh. Super. So, jetzt darf er nochmal würfeln. Für die Headshot-Regel und genau. Zwar auf eine 3 plus, weil ich ihn angekratzt habe, habe ihn aber nicht getötet, kriegt er eine Mortal Wound. Ja. Er hat eine Mortal Wound, er ist immer noch nicht tot. Jetzt kann ich nochmal würfeln. Auf eine 4 plus kriegst du nochmal eine Mortal Wound. Ja. Er war's. Okay, dann war's das mit dem Lieutenant. Scheiß Assassine. Da ist der Übeltäter nochmal von nahem. Mal gucken, wie lange wir den noch sehen. Ja, wahrscheinlich noch eine Weile. Ja, Ende deines Zuges, Flo. Mhm. Ich habe 1. Bist du da in 3 Zoll? Ist das, ja, ich glaube. Ja, sind wir. Und 3 Punkte. Dann nee, warte mal. 1, 2, 3, 4. Oh, hier ist ja noch einer. Genau. Dann haben wir 4 zu 2 für die Marines. Die gelben. Die Marines, ja. Okay. Ja. Ist eigentlich noch Bier? Ja, klar. Natürlich gibt es noch Bier. Oh, hier müssen wir keinen Moralwert machen, fällt mir gerade ein. Aber da vorne, ne? Oh ja, guck mal an. Oh. Das könnte sogar mal klappen. Wir dürfen wiederholen. Oh ja. Hör mal! Oh ja. Okay, gut, dass du es gesagt hast. Alles klar, gut. Bewegungsphase. Bewegungsphase ist vorbei. Hier hinten, alles stehen geblieben. Warte mal kurz. Maneus Kalga auch stehen geblieben. In 6 Zoll dazu Sergeant Kronos, die Jungs auch. Dann sind aus dem Razorback die Typen hier ausgestiegen. Ich möchte... Warte, lass mich erstmal Bewegungsphase fertig machen. Okay. Und ja, Razorback nach vorne hat so ein bisschen Sichtblocker. Am Ende meiner... Bewegungsphase kamen dann die Thermis hier rein. 9 Zoll von dem Typen hier weg. Und hier hinten ist der Droppod gelandet. Der gute alte Droppod. Mit seinen Typen. Und Flo will wahrscheinlich jetzt, weil innerhalb von 9 Zoll... 12 Zoll. Genau. Wie viel Command Points? 2. Gut, dann schaue ich mal, ob ich den wieder kriege von dir. Nein. Ich bin jetzt übrigens bei 10 Command Points. Ja, Auspec-Scan, hau raus. Auspec-Scan, okay, ich schieße. Eine. Die können jetzt zweimal schießen. Ich würde den Unterhebel-Granatwerfer. Doch, wir machen Frag. Also, einmal D6 Granaten, 6 Stück. Die treffen jetzt nur auf die 4 durch Auspec-Scan. Ja. Treffen aber 5. Mhm. Wunden leider nur auf eine 5. Korrekt.
Drei Wunden, kein DS. Dreier. Da gehen zwei. So, und dann nochmal Bolter. Mhm. Sind dann nochmal 8 Schuss. Jo. Auf die 4. Das ist schon besser. Habe ich denn... Nee, ich bin leider nicht in Reichweite, oder? Nee, nee. 6 Zoll? Ja, das doch. Oder? Ich bin exakt in 6 Zoll. Ja? Ja. Dann eins wiederholen? Nee, alles. Ach so, du hast ja Ordensmeister. Genau. Wobei ich, wenn minus 1, dann darf ich die 3 nicht wiederholen. Ne? Richtig, genau. Das heißt, 2 Stück habe ich wiederholen. Die hätten ja eigentlich getroffen. Genau. Dann sind es 5 Treffer. Ja. Auf die 4. Lieutenant ist leider natürlich 3 Stück. 3 minus 1. Da gehen nochmal 2. Oh, da sind wir schon bei 4 Stück, die raus sind von 10. Eieiei, alles klar. Ne, nicht mal mehr 10. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen den Flirma raus. Komm, egal. Ja, läuft. Razorback ballert alles da oben rein. Stormbolter ist zum Glück nur Rapid Fire. Das heißt hier auf die 4 und, und wieder auf die 4. Nichts. Hm. Twin Assault Cannon auf die 5. Ja, ja, ja. Drecksding. So. So, oha. Oha, das sieht nicht gut aus. Maneus Kaga ist leider raus. Auf die 3. 2 Stück minus 1. Minus 1, 2 Stück. Jo. Auf die 3. Einer geht. Geht einer, sauber. Alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter mit dem Trupp hier, mit dem Tactical Squad. Und zwar werden wir das so machen. 1, 2, 3, 4, 5. Bolter. Gehen hier oben in die Scouts. Und die Laserkanone, die sieht nicht so viel. Darf sie deine Assassine beschießen? Charakterhunde. Tja, was machen wir mit der Laserkanone? Sieht die dadurch was? Wie wäre es dann mal? Ein Aggressor. Oha. Dann schießt sie auf einen Aggressor. Alles klar. Hier haben wir aber genau die 6 Zoll gewahrt. Hier schön in maximaler Distanz zu Maneus Kalga. Das heißt, Bolter erstmal auf die 3 und alles wiederholen. Das ist gut, das ist gut. 2 raus. Stärke 4. Auf die 4. Kein Lieutenant da. 2, 4, 5 Stück minus 0. Auf die 2. Auf welche war das jetzt? Auf den Trupp hier oben. 4 Stück. Jo. 4 oder 5? Ja, egal, alles raus. Laserkanone. Wiederholen. Maneus Kalga. Trifft. Auf die 3. Ganz easy. Mit minus 3 bitte auf den Aggressor. Minus 3 auf die 6. Mhm. Nein. Die 6. 3. 2 Schaden. Nee, D6. 3 Schaden sind das. 3 sogar. Ja. Also einer tot. Ja. Mist. Okay. Darfst aber auf den Storm, auf den Droppod schießen. Stimmt. Die sieht er nicht. Aber muss erst mal würfeln, ob, genau. ob du das überhaupt schaffst. Genau, die sind alle safe gewesen, ne? Die sind alle safe gewesen da oben, ja. Banner des himmelfahrenden Imperators auf Droppod. Die 3. Nein. So nein. Nicht. Ah, ja. So viel Wind um nichts. Ach, schade. Tja, stirbt wohl einer. Ja. Dann geht es direkt weiter mit dem Predator hier hinten. Die beiden Less Cannons. Ne, eine Laserkanone auf den Trupp. Eine Laserkanone auf den Trupp. Storm, auf den Trupp oder auf den? Auf den Dreadnought. Stormbolter hier rein und die Autocannon in deine Hellblaster. Mhm. Wir fangen an mit der Autocannon. 2D3 Schuss. Sind 2. Auf die 3. Wir dürfen alles wiederholen. Und wieder auf die 3. Dann 2x minus 1. Mhm. Auf die Hellblaster. Auf die 4. Einer. 3 Schaden. Oh, einer tot. Banner des himmelfahrenden Imperators. Jo. Auf die 3 plus. Jawohl, ja. Er schießt. Er überlädt auf dem Razorback. Jo.
trifft auf eine 3, standardmäßig, hat sich bewegt. Genau, ja. Nichts. So nicht. Aber Captain in der Nähe darf alles, Ordensmeister, nix. Oha, okay. Einer tot. Stormbolter. Jo, und Stärke 4 auf die 5, weil die Widerstand 5 haben. 3 mal minus 0 auf die Aggressoren. Nochmal 2 Leben runter. Nochmal 2 Leben runter. Das heißt, einer würde sterben. Ich würfel auch auf das Banner. Ja. Ja, auf den Droppod. Einmal D6. Mhm. 2 Stück. Ich kann die auch zusammenwerfen. Ne? Ja, direkt 8 Schuss. Genau, 8 Schuss auf den Droppod bei einer 3. Mhm. Treffen tun alle. Widerstand 6 haben wir. Auf eine 5. Eins wiederholen. Oha, Alter, wie viel sind das? 2, 4, 7. 7 Stück. Kein DS. Kein DS. Mhm. Dreier. Oh. Ja, nicht schlecht, ne? Ungefähr so wie mein Wurf. Ja, wie viele Lebenspunkte hat denn der überhaupt? Das ist eine gute Frage gerade. Der hat 8 Wunden. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay. Gut, weiter ging's mit der Laserkanone Nummer 1 auf deinen Dreadnought. Mhm. Auf die 3. Auf die 3. Jawohl, minus 3, Dreadnought. Minus 3. 6er. Nein. D6. Das wird's. Wie viel hat er noch? 4, also hat er noch 2. Dann wiederhole ich den Wurf mal. Okay. Das wären 6. Dann gucken wir mal, ob er explodiert. So, bitte. Nein, oder? Nein. Explodiert nee, auf 5. Bei der 6. Laserkanone auf den Aggressor trifft und verwundet auch mit minus 3 auf den Aggressor. Auf die 6. Nein. Die 6. 4. Okay, er stirbt bei einer 3 plus. Da haben Banner. Ja. Und auf den Droppod. Ist klar. D6. 2. Auch wieder 8 Stück. Treffe ich auf die. So, auf die 3. Einsen wiederholen. Nee, beziehungsweise alles wiederholen. Was nicht. Sorry. Mhm. Ja. 6. Gehen durch, also beziehungsweise treffen. Auf die 5. Jo. Einsen wiederholen. Das war eben überzeugender. Eine. Oh, das sehe ich nicht. Oh, wieder eine Wunde runter. Mhm. Runter auf 6. Gut, ist der auch durch. Wie viel waren jetzt down? 3 oder? Was denn? Jetzt fällt ja noch einer. War davor noch einer nee, platt? 2 sind jetzt. Okay, alles klar. Gut, Dropout auf 6 und dann geht es direkt weiter mit dem hier und der wird auch seine Autocannon, also den denken wir uns weg, Autocannon hier hinten rein, in die Hellblaster, mhm. Laserkanone in einen. Ja, die Laserkanonen, das ist alles ein bisschen blöde Ziele hier irgendwie. Die Laserkanonen gehen. Den kann ich eigentlich auch schon mal wegnehmen, ne? Jo. Die Laserkanonen gehen jetzt einfach beide in die Hellblaster. Das hilft nichts. Oha. Alles in die Hellblaster. 2D3 Schuss. Oh, das sind mal 3. Auf die 2, weil Sergeant Kronos. Und auf die 3. 3 Stück minus 1. Das war alles Laserkanonen? Ah, ne, das waren Autocannons. Achso. 3-mal auf die 4. Einmal auf die 4. Das sind 2 Wunden. Ja, jeweils 3. Also das wären 2 Tote. Achso, okay. Banner. Banner. Genau, ich mache das Banner erstmal. Auf die 3. Einer darf schießen. Ich mache einen Befehlswiederholungs. Nee, habe ich in meiner Runde eben gemacht. Das heißt, 2 sind nochmal down. In meiner Runde hast du aber noch keinen genutzt, ne?
Ach so, das geht. Du dürftest jetzt wiederholen. Ja, komm, wiederhole ich. Ja, das heißt, ich habe noch einen Befehlswiederholpunkt. Ich gucke mal, ob ich da einen kriege jetzt von dir. Ich habe ja noch nichts. Ja, ich kriege wieder einen. Bin ich wieder hoch auf 10 Command Points. 2 Schuss auf den Razorback. Überladen wahrscheinlich, ne? Na, selbstverständlich. Klar. Treffen beide Wunden auf die, wieder schon 7, ne? Ja. Auf die 3. Mhm. Ja. Geht einer safe durch? Einer safe durch, das sind 2 Wunden. Genau, ist er runter auf 2, der gute Mann. Okay, Laserkanone Nummer, wir können wir gleich zusammen machen. Beiden Laserkanonen treffen beide und verwunden beide mit minus 3 auf die Hellblaster. Auf die 6. Ja. Einer. Dann D6, 3 Schaden wieder. Ja, einer tot. Der wirft auch auf das Banner. Mhm. Natürlich. Ja. Ebenfalls auf den Razorback. Ja. Nein, wiederholen. Ich aber darf wiederholen. Jetzt trifft er. Widerstand, also auf die 3. Ja. Gucken wir mal, ob er explodiert. Nein. Bam. Der ist einfach weg. Autsch. Okay. Läuft. Die hier schießen alles auf deine Intercessors hier. Mhm. 8 Schuss auf die 3. Oh. Und auf die 4. 2 Stück, minus 0. Ja. Beide safe. Stormbolter vom Drop-Hot. Ist nicht schlecht. Und auf die 4. 3 Stück, minus 0. Mhm. So, komm, jetzt vorholst mal 2. Ja, genau 2. Sehr gut. Hat's auch nicht gehört. Ah, okay, einer stirbt. Top. Frack, Granate. Hier oben in die Scouts. D6. 3. Auf die 3. Oh. Auf die 5 wahrscheinlich, ne? Mit Stärke. Ja. 2 mal minus 0. Okay, 2 plus. Ist das hinten? Nein, das ist safe. Das ist eine 4. Schade, okay. Dann. Charge-Phase. Die da. Dann versuch's mal. Ich gebe Abwehrfeuer. Indirektes Abwehrfeuer. Da kriege ich jetzt keinen Trefferbonus, ne? Nee, denke ich mal nicht jetzt. Also. Also die kriegen jetzt plus 2 auf ihren Trefferwurf. Aber zählt das bei Abwehrfeuer? Wenn da muss glaube ich dabei stehen. Dreimal mit indirektem Feuer. Wobei, der eine sieht ja auch, ne? Nee, sehen nicht sogar 2 den einen Termin? Musst du mal gucken. Ich dachte nur der eine hier. Guck mal bitte. Also, nee, dann schieß einfach 2. Das passt schon, dann schieß 2. Okay, weil dann schieße ich nämlich. Einmal schieße ich indirektes Feuer. Mhm. Mit Mortis. Und einmal. Einmal nicht. Und einmal schieße ich. Zwei Schuss gehen mit Hyperfrag Round. Gut, okay. Also, einmal Heavy 1 für die indirekte. Jo. Trifft. Ja. Auf die, wieder schon um die Jungs 4, ne? Ja. Auf die 4. Nein. Und dann nochmal, habe ich nochmal für die Hyperfrag Round, zweimal D3. Eine jeweils. Auf die 6. Nein. Gut. So, rein mit euch. Oh. Dann wiederholen wir hier. Nein. Schade. Okay, die bleiben da stehen, wo sie sind. Und ich bin runter auf 9 Command Points. Und ja, ich glaube, das war es auch schon. Ja. 1. Ach so, hier, die wollen noch chargen übrigens. Ha, hier, habe ich vergessen. Okay. Kannst du Abwehrfeuer geben? Ja. Dreimal Sniper. Ich mache 3-mal Sniper und Frack. Ja. Genau. D6 für die Frack. 5 Schuss. Die machen wir zuerst. Nichts. Dreimal Schnipper. Dreimal Sniper Arrival. Einmal auf die 4. Auf die 4.
Nix. Nichts. Schade. Okay, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Oh, 7 Zoll. Das kommt rein, ne? Das hätte ich eben gebraucht, zumindest in einen Würfel. Okay, ich stell die mal hin. Da ist die Misere. 3 Attacken auf die 3. Oh, nichts. Hammer. Darf ich das umschlagen? Oder? Ja, ja. Also mit 4 Scouts inklusive Sergeant. Der hat leider kein Kettenschwert, weil er seine Boltpistole hat. Mhm. Das heißt 4 Attacken. Auf die. Sergeant hat aber 2 Attacken, ne? Genau. Ach so, sind ja 4. Sorry. Wir machen einfach nochmal einen misslungenen hinterher. Ja, 2. 2 Treffer. Auf die 4. Auf die 4. Beide. Okay, 3er. Beide safe. Mhm. Läuft. Ja, okay, gut. Dann messen wir hier mal ganz genau mit den Modellen. Und dann habe ich auf jeden Fall einen Punkt safe. Dann schauen wir gleich mal. Da sind unten die 2 sind gerade so noch in 3 Zoll. Das heißt, es steht jetzt 4-4 am Ende von Runde 2 der Ultramarines. Und ich halte, ja, wie gesagt, 2 Punkte. Und wir kommen in die Bewegungsphase der Imperial Fists. Ja. Moralwert war hier übrigens safe, Offcam gemacht. Gut, Bewegungsphase ist hier vorbei. Die Hunde haben sich nicht bewegt. Die sind nach vorne. Die Aggressors sind nach vorne. Eigentlich der ganze Tross ist nach vorne gelaufen, aber alle nicht advanced, ganz normal, standardmäßig. Mhm. Die Jungs haben sich aus dem Nahkampf zurückgezogen, selbstverständlich. Ist klar. Stationär geblieben. Die Jungs haben sich mal ein bisschen von den Thermis wegbewegt. Und auch um. Nein, die haben sich natürlich nicht wegbewegt, sondern die wollten aber eine freie Sichtlinie auf die Thermis haben, um einfach zu schießen. Ja, wieso sind sie dann nicht einfach hier hingegangen? Weil. Wollten zu ihren Brüdern. Was willst du? Da lagen hier die Gullideckel waren im Weg wahrscheinlich, ne? Die stolpern noch so schnell. Genau. Ja, er natürlich auch. Feige, einfach feige. So, kommen wir zur Schussphase. Mhm. Feige. Richtig feige. Die Typen da wollen alle da rein. Genau. Gibt dreimal den 6. Jo, was ist das hier? 9 Ach, da hinten Raketen. Ist er. Alles klar. 9 Raketen in den Drop, das sind 3, das sind 6, das sind... Das ist heftig. Das sind auf die... Ach so! Sind nochmal 6 dazu, oder nicht? 6, 12? Nee, ja gut, das sind jetzt erstmal nur die Raketen. Ach so! Ja, ja. Ja. Guck an, alles wiederholen. 1 und 2 wiederholen. Auch, wie gesagt, bitter nötig. Ich sage es immer wieder, Ordensmeister ist mein Skill. Mhm. Ja. 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 Hat sich jetzt in diesem Flug schon gelohnt. Auf die 4. Jo. 1 wiederholen. Mhm. Nein. Sag mir mal eine Zahl. Das sind schmale 6. 6 Stück. Auf die 3. Gehen 2. Gehen 2, das ist schon mal ganz gut. Jetzt haben wir 6, 12, 18 Schuss. 18 Schuss, ebenfalls Treffen auf die 3. Alles, was nicht getroffen hat, darf ich wiederholen. Mhm. Hat aber eigentlich ganz gut getroffen. Ja. Passt schon ganz okay. Jo. 17 Treffer. Mhm. Auf die 4. Leider ohne DS. Die Einsen wiederhole ich natürlich für den Lieutenant. Auf die 4. Und zwar sind das der noch sind 8 Saves. Auf die 3. 1, 2, 3, 4. Ich wiederhole einen. Mhm. Ach, es wären alle, ne? Mhm. Nein! Tja, dann sind auch alle gefallen. Cool. Okay, runter auf 3, alles klar. Auf 8 Dingsbums hier, Command Points. Okay. Das ist das Geile an Aggressors, ne? Die sind schon, die ruppen schon was. Und wenn die stationär bleiben und doppelt so viele sind, kannst du dir vorstellen, ne? Dann kriegen sie noch einen Bolter Drill. Ja, gut. Okay. Das heißt, die Typen. Zug, ja. Wollen. Oder die normale. Hier reinschießen. Alles. Überladen. Mit Warlord's Raid. Also, so, genau. Zielpriorität. Das heißt, mein Chef darf nicht schießen, aber er benennt die, weil er den Predator sieht.
und somit treffen die um eins besser. Das ist der neue Captain übrigens, liebe Freunde. Nochmal fürs Protokoll. Auf die Zweien. Einsen werden überhitzt. Komm, nochmal eine Eins. Nein, Eins. Treffen alle. Stärke 8. Treffen auf, ja, okay. Auf die 3, ne? Ja. Einsen wiederholen. Ja, DS minus 3. Minus 3 oder 4? Ich gucke nochmal. Die haben eigentlich alle 4. Und zwar minus 4, jawohl. Ja, dann gehen sie alle durch. 2 Wunden pro. Ja. Nicht schlecht, 8. Oha, dann hat er noch 3, glaube ich. Das war nicht schlecht. Ja, das war heftig. Der das ist nicht mehr so gut jetzt, ne? Die Frage kannst du dir sparen, weil du dir selbst beantworten kannst. Das ist eine blöde Frage. Der hat 11 Lebenspunkte, ja, der ist runter auf 3. Geil. Das war das erste Mal, dass ich meine Health-Blaster so ein bisschen gelohnt habe. Ja, ja. Ja, also, der trifft jetzt nicht mehr so gut. So, wo willst du denn jetzt schießen? Die Jungs haben geschossen, die dürfen nicht. Die haben geschossen, leider. Er darf nicht mehr. Kommt er dann dran mit den? Naja, Ancient schießt auf den Dropbot. Der nervt dich, ne? Ja, ich kann ja nichts machen mit dem Ancient. Der hat 2, ne? Wahrscheinlich. Ja, schieß einfach mal. Gucken wir mal. Wir werden trotzdem nochmal schauen. Der Primaris Ancient hat Rapid Fire. Es hat sich aber bewegt und ist doppelte Reichweite. Dann hat er leider nur einen. Hat er eine Heavy-Waffe oder was? Nee, Rapid Fire. Ach so, stimmt, das zählt ja nur, wenn sie stationär bleiben. Genau, Codex. Und zwar trifft er. Übrigens fällt mir gerade ein, da hinten hätte ich die Rapid-Fire-Regel gar nicht nehmen dürfen vorhin, weil, wenn die ausgestiegen sind, zählen die ja als bewegt. Hm. Aber, ja. Die haben ja nur beim Drop-Pack folgendes gemacht. Keine Wunde. Okay. Von der Konstruktion darf nichts mehr schießen. Ich schieße doch mal mit den drei Jungs auf die Thermis. Oh oh, okay. Die Eliminators, und zwar, mit was schieße ich denn mal? Die haben nur ein Leben, ne? Nein. Thermis haben 2. Ja, auf jeden Fall. Dann ist klar, was ich mache, dann mache ich Executioner Round. Okay. 3 Schuss. Also die haben zwar nur Widerstand 4, aber so schlecht sind sie dann auch nicht. Minus 1 für bewegt. Ja. Zwei Treffer. Treffen 2. So, Widerstand 4 auf die 4. Eine 6, das macht eine in Addition eine Mortal Wound. Okay. Und diese hier, genau, minus 2 DS. Und beide, oder was? Jeweils, ja. Gut, dann geht das auf den hier. Zweimal den Dreier Retter. Beide safe. Mhm. Dann eine Mortal Wound noch. Ja, der ist runter auf einen dann. Okay. Ja. Nicht schlecht. Die sehen alle. Mhm. Intercessors. Ja. Auf dem Termidrop. Jo. Einer schießt mit Crack. Ja. 4 schießen mit Boltern, Boltgewehren. Mhm. Ich schieße erstmal die Boltgewehre. Ja. Treffen auf die 3. Mhm. Auf die 4 Wunden mir. 2 Stück DS minus 1. Dreier. Beide safe. Okay. Crack. Nein. Ein Schuss. Ach so, nee, okay. Ja, ja. Crack. Nee, Crack. Ja, ja. Crack. Alles klar. Also, erst ein Sniper mit seiner Reichweite schießt noch in den Scout. Den Trupp. Die anderen 3 gehen dahin. Drei gehen dahin und der Raketenwerfer auf den Predator. Der erste hat nicht getroffen. Ah ja, gut. Super. 3 Stück auf diesen Trupp. 2 Stück. Mhm. Auf die 4. Auf die 4. Jo. 2 Wunden. Beide safe. Nicht DS minus 1. Nee, minus 0. Echt? Ja. Kein? Okay. Da willst du halt immer die tödlichen Wunden haben auf die 6 beim Verwunden. Alles andere das ist ja Mist. Bringt leider nichts. So, jetzt das Wichtigste. Der Rocket Launcher auf den
Predator. Auf eine 3. Jawohl. Oh oh. Auf eine 3. Nein. Zwei Scouts schießen auf den Terminatorentrupp mit ihren Boltern. Der Heavy Bolter schießt ebenfalls in den Terminatorentrupp. Ja. Zwei Scouts. Ach nee, die haben ja. Was für eine Reichweite? Die sind stationär geblieben. Du kannst eh doppelt schießen. Können sie doppelt schießen, das heißt nochmal zwei. Treffen alle. Mhm. Verwunden auf die 4. Leider kein DS. Zwei Stück. Mhm. Zweier. Ja, safe. Mhm. Heavy Bolter. Nein. Ausgerechnet. Okay. Assassine gleich mal machen, wenn wir hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Mhm. Auf den Termi. Mhm. Trifft. Natürlich. Wundet auf die 2. Wundet. Kein Retter. Minus wie viel? 3, ne? Minus 3. Okay. Das wäre nicht safe. Habe ich schon Command Point genutzt? Habe ich schon, glaube ich. In deiner Schussphase für den einen Marine. Ja, okay, dann ist der automatisch tot hier, das Modell. Leider nur einer gestorben, ne? Korrekt, reicht auch. Okay, jetzt da hinten die letzten Typen. Ja, schießen mit Frag-Granaten und mit Volt-Rivals. Erstmal die, wie viele Frag-Granaten? Eine. Oh, mit Ansage. Trifft auf 3. Trifft immerhin. Auf die 5. Nein. Dann natürlich die Bolt-Gewehre. Treffen auf die 3. Oh. Ich wollte gerade sagen, treffen nur 2 Stück, aber. Aber es treffen immerhin 3, ne? Ja. Auf die 4. Na, immerhin. Oh. Und zwar DS-1. Jo, 4er. Oh oh. Einer durchge. Also einer safe, cool. Eieiei, okay. Kein Moralwert. Doch. Nee, müssen wir nicht. Gut, Ultramarines. War's das, ne? Das war's. 1, 2, 3, 4. Ja. Alter Schwede, wir brauchen Field Control hier. 8-4. Junge, Junge, Junge. Hätte ich bis jetzt nicht gedacht. Ups, war zu weit. Eigentlich schlagen sich die Primaris ganz gut, ne? Ja. Na gut, aber du hast viele Waffen, die wirklich auf harte Ziele gehen, ne? Ja, ich habe. Aber das ist interessant, weil ich dafür viele Waffen habe, die einfach auf Massenbeschuss gehen, ne? Das stimmt, ja. Ja, es ist auch noch nicht entschieden, würde ich sagen. Also da geht noch was. Wir gucken mal. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Bewegungsphase hier von den blauen Jungs. Bewegungsphase ist vorbei. Die beiden Marines sind advanced. Ich habe gehört, dass es feige ist, was wir da gemacht haben, aber die sind halt einfach dahinter gelaufen. Gucken jetzt ein bisschen. Die warten jetzt, dass der Kumpel Dropbot die da wegmacht und dann laufen sie dahin. Ansonsten ist hier alles stehen geblieben. So, gerade 6 Zoll. Die sind nach vorne gegangen, dass sie jetzt auch mal schießen können. Die sind 5 Zoll nach vorne. Die haben jetzt noch einen 8 Zoll Charge da hinten rein. Und ja, Dropbot fängt an zu schießen auf die Intercessors da hinten. 4 Schuss auf die 3. Auf die 4. Lassen wir das. Sehr schön. Predator, Autocannon in die Hellblaster und Laserkanone in die Aggressoren. Autocannon, D3, Schuss. Das ist gut, das ist gut. Auf die 5 oder was? Ja, der hat hier, also müsste jetzt auf die 5 sein, ich kann aber nochmal nachgucken. Auf die 5 und alles wiederholen wegen Ordensmeister. Hm. 2 Stück auf die 3. 2x minus 1 auf die Hellblaster. Hellblaster. 2x. Genau. 3 Schaden. 3 Schaden, dann wird einer sterben. Genau. Banner des himmelfahrenden Imperators. Ja. Nein. Okay, Laserkanone. Traurig. Ach so, und hier Stormbolter geht auch noch da. Oh, warte mal, ich möchte den wiederholen. Okay. Ich gebe meinen letzten Trailgym aus. Und wiederhole den. Ich krieg den übrigens von dir. Ah, und es hat versagt.
Okay, dann habe ich aber einen Command Point dank dir bekommen. Stormbolter. Hast ja nicht genug, ne? Nee, ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Auf die 4. 3 Stück minus 0. Hier, Hellblaster. 3 Stück minus 0? Jo. Also der war schon mal. Das kann man ruhig mal verkacken. Einen Lebenspunktverlust. Mhm. Läuft, okay. Laserkanonen in die Aggressoren. Auf die 5. Komm jetzt. Jawohl. Stark. Auf die 3. Eine, minus 3. Deckung. Okay. Noch nicht. Auf die 6. Nix. Ein Schaden. Habe ich schon wiederholt? Nein, ja, habe ich noch nicht. Nee. Das wiederhole ich jetzt auch. 3. Dann ist wohl einer tot. Habe ich irgendwas in Reichweite? Den Droppod wahrscheinlich, ne? Oder? Der arme Droppod. Ja, gut, dann mache ich auch das Banner. Ich habe ja keine große Wahl. Ja. Nein. Das läuft aber. Gleiche nochmal. Außer, dass der Stormbolter jetzt nicht mehr schießt. Autocannon in die Hellblaster. Laserkanonen hier rein. 2D3 Schuss Autocannon. Komm, gib mir. Nein. Auf die 2. Auf die 3. 2 mal minus 1 auf die Hellblaster. Mhm. Safe. Beide safe. Laserkanonen. Oh nein. Wie kann man das denn verkacken? Ja, minus 3 auf den. Jetzt hat er aber Deckung, ne? Ja, der ist drin, ja. Auf die 5. Nein. Die 6. 4 Schaden. Dann ist wohl einer tot. Banner. Mhm. Ja, Droppod. Weil an deinen Panzer komme ich wahrscheinlich nicht dran, ne? Nein. Nix. Okay, dann. Zum Droppod reicht's aber, ne? Ja. Da werfen wir mal D6. Ich werfe die zusammen. Mhm. Das sind. Sind die stationär geblieben? Nee, ja, die sind noch. Nee, ach, die haben sich bewegt. In die. Schade. Richtung Ruine hier. 8 Stück. Fünf Treffer. Auf die 5. Eins wiederholen. Ach, ich darf ja, 5 Treffer hatte ich eben, ne? Ja. Dann darf ich auch noch die anderen 3 auch wiederholen. Dann sind es die. Die wiederhole ich, weil es Einsen sind. Mhm. Gut, dann habe ich. Die 2 darfst du aber auch noch da, ne? Nee, welche 2? Oder waren die nicht getroffen? Die waren ja getroffen. Ach so. 2 Lebenspunkte runter. Ups. Ist auf 4. Hör mal! Kriegt er ja auch einen Abzug für Treffen? Ja. Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon, irgendwann mal. Aber nicht so wichtig, würde ich sagen. Nee, nicht wirklich. Gut, ja, dann ist da auch noch einer weg. Von den Aggressoren. Der da. Oder der da. Genau. Ja, dann kommen wir zu den Marines hier. Da schießt. Traurige Phase. Der Rocket Launcher. In die Hellblaster. Mhm. Und die Marines schießen alle in die Scouts. 1, 2, 3, 4, 5 auf die Scouts. Haben sich bewegt. Also der Rocket Launcher nicht. Ja. Nichts. Mhm. Rocket Launcher hat sich nicht bewegt. Verwundet. Definitiv. Jetzt muss ich mal gucken, mit wie viel. Minus 2, glaube ich. Ja, minus 2, genau. Also das ein Schussding war das. Das einer tot. D6. Ja, brauchen wir nicht, ne? 5 Schuss. 5 Lebenspunkte. Banner. Ja. Ja. Auch auf den Panzer. Ja. Überladen. Natürlich überladen. Trifft. Mhm. Wundet auf die 3. Wundet. D ist minus 4, ne? Ein Lebenspunkt hat er noch. Ein Lebenspunkt. Nicht schlecht. Okay, das war's jetzt mit Ballern. Abwehrfeuer
auf die Thermis hier. Und zwar chargen die drei Typen da hinten. Wir nehmen natürlich unsere Executioner-Sachen, also beziehungsweise die starken gegen, Wie viel DS haben die? Minus 2, glaube ich, ne? Okay. Der Squad, und zwar DS minus 2, aber Executioner Round. Die müssen erstmal treffen. Das ist ja die Hauptsache. Stimmt leider. Eine. Ja. Wundet auf die 4. Nein. Okay. So, jetzt, wir brauchen eine 8. Komm jetzt. So, den wiederholen wir jetzt. Hast du nicht eben einen wiederholt? Aber nicht in der Charge-Phase. Achso. Mhm. 11 Zoll. Sauber, die stelle ich hin. Nein. Jetzt gibt's aufs Maul. Genau, Hackfleisch. In die aufgeblasenen Scouts gibt's jetzt von den alten Terminatoren. Erstmal der Hammermensch auf die 4. So, was haben die für einen Widerstand, die guten Kollegen? Na, 4 natürlich. 4 haben die. Ja, dann geil, dann verbunden wir auf die 2. So, dann haben wir hier 3 mal mit minus 3. Auf die 6. Nix. So, das sind dann jeweils 3 Wunden. Jeweils 3 Wunden. Ja, gibt's vom Hammer mal schön. Der Druck ist einfach tot. Ah, ist das herrlich. Mhm. So, schön. Dann. Es sind nicht die besten Nahkämpfer, muss man sagen. Ja, dann werden wir uns jetzt wohl ein bisschen neu ordnen hier, konsolidieren und dann schauen wir mal, was dann passiert. Hier geht der Nahkampf jetzt los, weil ich bin jetzt 3 Zoll konsolidiert. Und dann sieht das jetzt so aus, und jetzt darf ja jedes Modell, was innerhalb von einem Zoll um ein Modell ist, was innerhalb eines Zolles um einen Gegner ist, darf jetzt zuschlagen. Also Scouts. Scouts schlagen zu. Als erstes gegen Termis. Auf die 3. Treffen 4 Attacken. Auf die 4. Auf die 4. 2. 2 Stück. Kein DS, 2 plus, ne? Ja, auf so einen Clown-Typen hier. Da nehme ich gleich einen Wiederholungswurf, den ersten und letzten in meiner Phase. Bin ich runter auf 7. Dann kämpfen jetzt die 5 Intercessors mit jeweils 2 Attacken auf die 3. Ganz okay. Auf die 4. Wie viel haben wir? 5. 5. So, keine 1. Komm, easy. Jawohl, alles safe. Termis. Ja. Geil. Traurig, aber wahr. Ja, das macht es nochmal ein bisschen spannender hier auf der rechten Seite, das muss man ganz einfach so sagen. Nichtsdestotrotz hältst du diesen Punkt noch. Ja. Das ist ja das Wichtige. Ich krieg einen Punkt. Da. Mhm. Sonst nichts. Tja, gucken wir mal, was da passiert jetzt. 5 zu 8. Imperial Fists, Zug 3. Okay, Bewegungsphase. Imperial Fists, stationär gebliebener Intercessor Squad. Der Ancient ist stationär geblieben. Der Captain hat sich kurz nach vorne bewegt. Lieutenant ebenfalls ein bisschen nach vorne bewegt. Stationär gebliebener Hellblaster, stationär gebliebener Aggressor. Nur seine Richtung zum Droppod geändert. Also zählt, ja, zählt jetzt nicht als bewegt. Nein, ne? Genau. Also alle Regeln. Genau. Dann Füchse. Die beiden. Beiden Scouts haben sich auch nicht bewegt. Aber aus dem Nahkampf, ich sag mal, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, jetzt sucht einen richtigen Ausdruck, damit es nicht feige klingt. Weil man will ja auch ein bisschen noch so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ja. Deshalb sind die Scouts mal nach da vorne gucken gegangen und die Intercessors nach hinten gucken gegangen. Und ja, so sieht das also aus. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben einfach Schiss vor dem Thermis. Die richten ihre Gesichter zu den Thermis. Ne? Ja. Die Scouts vielleicht nicht, okay. Ja, das war's mit der Bewegung. Das ist eindeutig, also ich sehe hier nur fehlende Rückenmodule hier hinten. Okay, und er lehnt weiter an seinem mitgebrachten Turm. Mhm. Ja, genau. Schussphase. Wir fangen irgendwo hier hinten an mit... Intercessors, geht alles da drauf. und zwar, erstmal... 3 ganz normal, ja, machen wir erstmal die Granate. Mhm. Ja. Trifft.
Nein. Nix. Dreimal, also dann Bolt Rivals treffen 4. Nicht schlecht. Was hat das Ding noch auf dem Widerstand? 6. Auf die 5. Nichts. Na gut. Gut. Aggressor. Jetzt, na gut, Ancient. Ebenfalls da drauf. 2 Schuss. Trifft natürlich beide. Ich meine, das ist ein Held. Mhm. Verwundet aber nur einmal. Moment, Lieutenant. Ach so. Verwundet 2-mal sogar. Ja. Ist aber nicht beides safe. Ist runter auf 3. Und jetzt kommt ein bisschen Spaß, der Aggressor. Ja, mit D6. Also erstmal 2D6. 2D6. 8 Schuss. Wieso 2D6? Der ist stationär geblieben. Ach so, du schießt gleich doppelt. Ja, okay, alles klar. Ja, 2D6. Ja, ist ja legitim. Ja, alles gut. Ich schieße jetzt erstmal nur die Raketen. Treffen auf die 3. Darfst aber wiederholen. Darf ich wiederholen. Treffen trotzdem nur 7. Das ist aber schade. Wunden auf die 5. Mhm. Ja, 2. 3. Nee, 3. Ja, 3. 3. Wieder einer runter. Der hat noch 2. So, jetzt kommen aber noch mal 6 Schuss. Nochmal. 12 Schuss. 12 Schuss. Die haben wir hier auch gleich. Oh oh. So, 12 Schuss. Boltsturmfäuste. Auf die 3. 2 wiederholen. Dank Ordensmeister. Ordensmeister sei Dank. Ja. Einer raus. Auf die 5. Oh. Ja. 3 Stück. 3 Stück. Mhm. So, jetzt komm. Alter! Nein! Explodiert er, aber es bringt eh nichts. Jo. Dropper tot. Oder zerstört, oder? Ja, alles klar. Ach, den lassen wir einfach mal hier so als Geländestück. Lassen wir den da. Ja, aber bitte liegend. Ja. Sieht man nicht, dass er innen drin nicht bemalt ist. So, alles klar. Ja, Aggressor, was soll ich sagen? Hellblaster Squad schießt mit Zielpriorität auf den... Ein Lebenspunktpanzer. Überladen oder was? Überladen, natürlich. Ernsthaft? Der hat noch einen Lebenspunkt? Nein, also nicht überladen. Doch. Echt jetzt? Der hat noch einen Lebenspunkt. Was hat denn der für Widerstand? 7. Ja, siehst du, dann würde ich auf die 4 wunden. Ach so, und du hast eine Stärke mehr. Ich habe ja leider... Ja, genau. Und außerdem ist der DS höher. Ach so, ist der nicht immer minus 4? Ich glaube nicht. Ich dachte, die haben immer minus 4. Die haben eigentlich immer minus 4. Ist das so? Ja, Hellblaster eigentlich... Außer die Schnellfeuerdinger, glaube ich. Die Hellblaster. Und zwar, ja doch, die ist mir jetzt recht. Aber nichtsdestotrotz Stärke 8, wenn sie mit ihrer überladen schießen, okay. Also auf die 3. Ja, so, wir schießen mit Zielpriorität, wie gesagt, auf den Panzer. Panzer. 2 Treffer. Ich grüße sie. Ja. Auf die 3. 2 Wunden, minus 4. Jo, haben wir nichts. Gucken wir mal, ob er in die Luft fliegt. Alter! Aber nichts im Umkreis, oder? Doch, Kalga, wiederholen. Alles klar. Runter auf 6 Command Points. Und, Mann, ey. Okay, gut. Panzer zerstört. Panzer kaputt. Etwas. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sniper Rivals. Also es geht hier alles in die Thermis jetzt von den Sniper-Dingern hier. Genau. Ja. Wir schießen die 2 Trupps einfach zusammen. Mhm. Der will jetzt dezimieren. Auf die 3. Ja. Ja. Not bad. Auf die 4. Leider kein DS. 3 Stück. Stark. Das geht jetzt aufs Sturmschild. Okay, ein Lebenspunkt Verlust. Ja, alles klar. 2-mal Rocket Launcher. Mhm. Mit natürlich Crack. Crack Missile. 2 Stück. Treffen beide. Stärke 8 auf die 2. Mhm. Beide. Minus 2. Dreier. Einer down. Ein Dummy down, das ist schon mal gut.
Ja, mit dem Sturmschild, okay. Dann kommt natürlich leider nur noch der Windicare. Mhm. Volle Düse in den Thermi hier rein wieder. Oha. Mhm. Trifft auf die 2, verwundet auf die 2, das ist echt hart. Genau. Exitus Rival, natürlich. Trifft. Trifft. Wundet auf die 2. Wundet nicht, wundet nicht, wundet nicht. Nein, wundet. Wundet. Okay. So, es gibt natürlich keinen in Blablabla. Und aber ich habe... Minus 3. Okay, 5er. Yes! Nein. Ah, ist das stark. Scheiße. Das ist gut, das ist gut. Ja, das ist doof. Das ist gut. Dann sind nämlich die Guten mit vielen Attacken noch da. Alles klar. Läuft. Gut. War's das, ne? Oder willst du chargen? Mhm. Willst du in die Thermis rein? Warte mal. Geht ja nicht, bist ja aus dem Nahkampf. Roll auf. Ja, eins. Ich habe auch keine 6 geworfen, ne? Beim Schaden. Oder? Nee. Leider nicht, Schade. Keine Deadly, nichts. Aber bringt ja auch nichts, ist ja auch noch Damage schon. Da ist er raus. Ja, dann gibt es leider nur noch 1, 2, 3 Siegpunkte. Leider. Ja, okay. Ultramarines Zug 4. Ja, wir unterhalten uns gerade über Kalga. Das Rückenmodul fehlt. Das Asbach-uralte, traurige, kleine Modell. Oder? Ja, das war leider tragisch. Bewegungsphase ist vorbei. Die Jungs sind nach vorne hier. Kalga ist in 6 Zoll zu denen. Kalga ist gerannt mit 6. Stehen geblieben, weil Kronos trifft immer auf die 2 und hier ganz interessant, wir haben die Qual der Wahl, aber da er, ich meine, der ist so ein kleines Ziel, eigentlich trifft die den gar nicht, aber... Er, es ist ein Er, ne? Windicare sind keine... Die Assassine. Der Assassine. Ja, also für mich hat er auf jeden Fall ein vertikales Schinkenbrötchen hier hängen, aber ist eher egal. Der kriegt jetzt auf jeden Fall auf die, ne? Ich dachte, du wolltest es noch aussuchen. Nee, das ist jetzt beschlossen. Nach der Aktion ist es jetzt beschlossen. So, Autocannon, Laserkanone, also Autocannon, Hellblaster, Laserkanone, beide auf das Ding hier. Grisau? Stormbolter, hier oben rein. Stormbolter zuerst. Ja, das ist Kronos. Übrigens, Stärke 4. 2 Stück, minus 0. So, jetzt endlich mal einer weg da oben. Eine 1 jetzt, komm. Ja, stark, einer weg. Autocannon, 2d3. Oh, stark. Stark. Auf die 2. Ernsthaft? Naja. Ich nehme einen Wiederholungswurf. Ja, man muss ja die Würfe wieder also loswerden, ne? Das ist schon okay. Hm, komm, ist gut. 2x minus 1 in deine scheiß Hellblaster. Mhm, auf D4. Was ist denn mit dem mein... Ah. Ja, aber es reicht doch, es reicht. Minus 3. Drei Schaden, flat. 3 Schaden, das heißt 2 Tote. Ja, ist richtig. Banner, 2-mal. Wo auch immer die hinschießen wollen. Also dürfen. Ja, wo wollen die Jungs hinschießen, ne? 30 Was Zoll. Ist noch da? Ich kann doch auf Kalga schießen, ne? Mhm. Wenn die den sehen. Die sehen den. Scheiße. Das ist der dämliche Banner. Dann hau mal raus. 2x Plasma. Ich würde nicht überladen. Nicht überladen, aber wie viel Zoll? Wieder. Weil. Ja, das reicht ja. Ich wollte gerade gucken, ob es schnell feuert. Warte mal. Mist doch mal spaßeshalber. Ja. Nee, das reicht nicht. Ob die näher sind. Nee. Die sind weiter. Und das waren ungefähr 20 Zoll. Leider keine Schnellfeuerreichweite. Ja. Zwei Schuss überladen. Treffen beide. Ja. Auf die 2, schätze ich mal. Widerstand 4. Ja. 4er Retter. Einer geht durch. 2 Leben. Ja, läuft, hat er noch 5. Kalga, das frisst Kalga. Ist doch kein Problem. Hellblaster ausgelöscht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Laserkanonen auf den Aggressor. Auf die 3. So, jetzt. Alter! Ich wäre auch echt vorsichtig mit.
Schade. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bolter in deine Scouts, also in die da hinten. Mhm. Kaya ist in der Nähe. Auf die vier. Drei Stück minus null. Vierer. Hm. Zwei okay. Weg. Läuft. Gut. Ach so, den Rocket Launcher habe ich nicht angesagt. Dann geht der halt auch da rein. In die Scouts? Ja, D6. Weil ich es nicht angesagt habe. Kalga, so, auf die 5. Nichts. Doch, einer. Einer. Auf die 4. Nein, noch einer. Ja, okay. Schade, da wollte ich eigentlich echt auf den Hillblast, auf den Dingsbums da. Egal. Thermis, chargen in deine Windy, in die, mhm. der Assassine. Abwehrfeuer. Ja. Leider nur auf eine 6. Das ist richtig. Egal, versuchen kann man es, ne? Ja. Nein. Okay, wie weit kommen wir rein? Mit 6 Zoll reicht das auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wir sehen uns da oben, würde ich sagen. Dann stimmt. So, da kommen eine Menge Attacken. Auf die 3. So. Das reicht. Auf die 4 dürfen aber alles wiederholen, das reicht aber. 5 mal minus 1. Retter von 4 plus. 3. Mhm. 3 durchgekommen. Okay, hat er noch 2, ne? Mhm. Haben die keine nicht mehrfach Wunden? Nee, nur eine Wunde mit der Klaue leider. Hat er leider nur noch 2 Lebenspunkte, aber er darf ja auch zurückhauen, oder hast du gerade noch... Nee, dann kann er zurückhauen direkt, ne? Ja. 5 Attacken. Mhm. Was? Der kann was? Auf die 2. Ja. Einer nicht. Leider nur Stärke 4, er hat leider keine Nahkampfwaffe. Mhm. Das wäre er jetzt auch noch. Keine Energiewaffe. Wir sehen nur 2. Nichts. Ja, okay. Läuft. Ist gut. Alles klar. Zug 4. Imperial Fists. Ich habe leider nur einen Punkt wieder. Also 6 zu 11. Läuft. Bewegungsphase ist vorbei, der feigen Postboten. Nee, Moment. Also, man muss ja auch sagen, dass er gar keiner ist, ne? Er ist ja immer noch ein Windycare. Aber hier. Er gehört dazu. Er hat sich jetzt mal klug aus dem Nahkampf zurückgezogen. Ne? Hier ist bei Skaven gab es so damals, ne? Wer auf dem Absatz Kehrten macht, der lebt auch in der nächsten Schlacht. Jedenfalls ist er aus dem Nahkampf gegangen. Wie nochmal? Was ist der? Das müssen wir jetzt nochmal ausdiskutieren. Der ist mal kurz... ums Eck, der musste mal. Der musste mal. Ist halt so. Das richtiger Scharfschütze, aber dann hat er aber ein Shitbag dabei. Ja. Also der, ja, aber er kann nicht, wenn ihn welche zugucken, das war das Problem. Ach so. Und einen richtigen Scharfschützen siehst du ja eigentlich nicht. Ne? Ja gut, so, wenn du davor stehst. Die Jungs haben sich auf jeden Fall noch ein bisschen rausgezogen, damit sie aber in Schnellfeuerreichweite bleiben und im Missionszielreichweite. Mhm. Stationär geblieben. Die Jungs sind ein bisschen nach vorne gegangen, um mit seinen Bolzschirmfäusten supported in deinen Captain zu gehen. Mein Name ist Tiger. Kriegt auf jeden Fall jetzt schon. Stationär geblieben, aber ohne Sinn und Verstand. Ich meine, die könnten eigentlich auch mal hätten. Naja, egal. Komm, mach's doch nochmal. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich brauche die gar nicht. Ich will ja auch mit meinem Wissen. Wollen wir das machen? Komm, lass uns das mal machen. Du hast ja nach Punkten eh gewonnen. Na, ich könnte mal so ein bisschen... Obwohl, warte, ich komme nächste Runde komme ich zu dir. Ja, okay. Das ist witziger. Okay. Dann, steht nochmal. Sie stehen jetzt. So. Das sieht auch wirklich jämmerlich aus. Gut, dann Schussphase. Ja, ich freue mich. Der Einzige schießt auf Kalgar. Ja. Trifft auf eine 3. Trifft natürlich. Mhm. Wundet auf eine 4. Wundet. Oha, ist das mit Minus irgendwas? Kein DS, ne. Jo, Zweier. Safe.
am Ende sind abgeprallt. Ja. Aggressor schießt ganz normal ohne Zielpriorität. Erstmal die Rockets auf Gagar. Das sind zwei, dann werfe ich die zusammen mit dem Boltern. Achso, der hat sich bewegt, okay. Genau, hat sich leider bewegt. Auf die drei. Zweien wiederholen. Für Ordensmeister. Hätten jetzt schon getroffen, ne? Naja, gut, einer das ja, hat sich dann das eine gelohnt. Ding da. Auf die vier. Kein DS. Einsen wiederholen. Einsen wiederholen. Hör mal. Junge, was ist denn da los? Sechs Stück. Alter, Minus? Keine. Nicht. Nix. Zweier. Komm, Kalgar, jetzt. Los, Junge. Nein! Runter auf drei. Mann! Idiot! So, dann würde ich sagen, Captain gegen Captain. Captain gegen, also das ist ja jetzt, das ist eine Degradierung sondersgleichen. Das ist Maneus Kalgar, ist der Anführer der Ultramarines. Das hier ist ein Ordensmeister. Ja, das ist er ja auch, aber das, das ist ein richtiger, auch wenn es ein komisches Modell ist, was da steht. Oh, naja, ist egal. Schießen weg. Da kommt sowieso noch einiges. Ja, weiter geht's. So, also, jetzt schießt mein Captain mit seiner Mastercrafted Instigator Bolt Rival. Und zwar minus 1 wegen bewegt. Heavy. Nein, aber wiederholen wegen Ordensmeister. Trifft natürlich. Ist der neue Captain hier mit seiner fiesen Bolt Knarre? Die gar nicht so fies ist, weil sie auch nur Stärke 4 hat. Ja, auch die 4. Und nicht wiederholen, schade. Aber DS minus 2, 2 Schaden. Minus 2 und 2 Schaden ist schon okay. Ja, Flat wäre halt schon heftig gewesen. Genau, naja. Er hat noch 3 Leben. Ja. Jetzt so. Ist natürlich die Frage, ne? Als nächstes schießen erstmal meine, der ganze Squad. Auf die Thermis oder was? Auf die Thermis. Ja, dann hau raus. Wir schießen erstmal. Granate. Crack Granate. Mhm. Trifft. Stärke 6 auf die 3. Nein. Dann schießen Bolt Rivals. Haben sich bewegt. Haben sich bewegt, aber trotzdem Schnellfeuer. Ja, genau. Reichweite reicht. Oh, da sind nur 4 Treffer. 5. Ach so, genau, da ist er. Kein Abzug. Ja. Ist ja nicht schwer. Ja. 4 Stück. 4 Stück. Minus 1. Alles safe. Einer nicht. Nein, Zweier und Deckung. Ach, ne, hast du nicht. Ich habe Imperial Fist. Ach, die? Ach, ja, ja, alles klar. Okay, wir merken uns, einer hat noch einen Lebenspunkt. Die sind C, muss ich ja sagen. Ja, Scouts? Scouts. Oder Bolter, Scouts. 24. Das macht mehr Sinn. Also, der Heavy Bolter schießt auf die Thermis und der normale Bolter schießt auf den Trupp. Okay. Normaler Trupp, also normaler Bolter, das sind 2 Schuss. Ja. Oh. Einer. Verwundet. Safe. Okay. Heavy Bolter sind 3, ne? Ja, Heavy 3. Hat sich bewegt, ne? Nee, oder? Hat sich nee, sind Schüsse mehr gesehen. Sonst hätte er nichts verbrannt. Ja. Ja, doch hätte er. Stimmt. Wegen Schnellfeuer, ne? Genau. Okay, dann auf die Jungs. Treffen 2. Auf die 3. 2 Wunden minus 1. 1. Oh, der ist Kippe. Das nehmen wir uns raus jetzt hier. Ja. 2 Wunden. Oha, okay, dann ist einer kaputt und einer hat noch einen Lebenspunkt. Gut. Okay. Ich leg den mal hin. Ja. Kannst ja mal eine 1 dahin legen hier. Eine gute rote. Tja, jetzt ist gut, aber teuer. Ich werde. Das ist jetzt ein Dilemma, ne? Die da. Obwohl, die Jungs dürfen sowieso nicht auf ihn schießen. Das heißt, die Jungs schießen alles auf die Thermis. Ja, weil sie es nicht sehen, ne? Genau. Okay.
Damit schießen wir erstmal 4 Sniper Rifles. Die schießt die heftige Granate wahrscheinlich, ne? Ja, also das Schreck. Genau, aber erstmal die Rifles. Ja. Drei Stück. Wunden 2. Keine tödliche leider. Safe. Okay. Rakete. Trifft. Auf die 2. Geht durch. Noch einer tot. Noch einer tot. Nein, Thermis. Okay. Ein Thermi. So, da auf Maneus Kalga wahrscheinlich. Ja, macht ja alles keinen Sinn, ne? Ja. 2 Sniper Rivals auf Maneus Kalga. Der hier auch? Mit? Natürlich. Ja. Mit Crack. Erstmal die 2 Sniper. Einer trifft. Einer. Keine 6. Bitte? Nein, nur eine Verwundung. Zweier. Ja. Ja. Mhm. Rakete. Nix. Nein. Okay. Gut. Das war's. Hohoho. 15 zu 6. Oh. Die Jungs darfst du wieder haben. Oh, oh. Ja. Wir tragen sie ins Grab. Da ist Ragnar gewesen. Hallo Ragnar. Okay, Zug 5. Postboten. Nee. Na, Schlümpfe. Leider nicht. Ja. Bewegungsphase ist vorbei. Predator stehen geblieben, also Sergeant Kronos. Diesen nach vorne. Der ist da nach vorne. Da sind die Schlümpfe, die gucken jetzt. Und Thermi ist auf Assassinenjagd. Wir fangen mit dem Trupp hier an. Schnellfeuer geht alles auf die Scouts da hinten. Und der 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und der Rocket Launcher geht in den Aggressor. Erstmal die Bolter. Eieieiei. Okay. Auf die 4. Pistole. Pistole kannst du. Da hinten in deine Scouts. Einmal. Minus, aber ich glaube. Ach nee, die ist außer Reichweite, vergiss es. Ach so. Alles gut. Hier. Jetzt nehme ich einen Wiederholungswurf, jetzt reicht's mir. Trifft. Verwundet in deinen Aggressor, glaube ich, auch mit. Ich hoffe, der hat jetzt. Nee, Schalke 9, oder? Laserknochen? Ach, der hat ja Widerstand 5. Ach Gott. Ja, vergiss es. Okay, ich bin runter auf 4 Command Points. Mann, war das schlecht. Jetzt habe ich auch auf die Kamera gespuckt noch. Geil. Geile Runde. Geiler Trupp. Kannst du die bitte in der nächsten Runde einfach nur wegschießen? Nee, ich versuch's. Die haben es echt nicht verdient. Das, also. Das sind Marines. Kleine. Die kommen auch wieder in die Kiste. Also, er hier, ja. Stormbolter da oben rein, Autocannon. Autocannon da rein, Laserkanone hier oben rein. Laserkanone. Trifft beides, Touch und Kronos. 2x minus 3. Das ist jetzt wirklich ein Spaßspiel. Nix so, mehr. 2x die 6. Ja, ich denke mal, ich jo. Nehme mal. Ja, komm. Autocannon auf Aggressor, 2d3 Schuss. Oh, stark. Auf die 2. Oh, trifft alles. Kronos, Junge. Hör mal. Was ist denn da los? Auf die 3. 3 Stück minus 1, der hat Deckung, also 3er. Mhm. 3 Stück? Eine 2, also eine 1, das Ding ist Essig. Jo, ein ciao. Ding, aber. Nee, minus 1, ne? Minus 1, ja. Ach, wie viel Schaden? 3. Oh, ja gut. So, weg mit dem Typen. Der darf auch nochmal schießen. Irgendwas in Reichweite. Ich denke nicht, weil er sieht Kalga nicht. Er sieht ihn nicht. Dann nee, ist der da hat wohl, sich da verkrochen. Dann ist da wohl nix. Nö, dann ist es egal. So. Der Sarge auch tot. Eigentlich war der Plan, mit dem Trupp, mit den Boltern da hinten, die zu zerschießen. Okay, wenn das nicht geklappt hätte, alles klar. Aber
das Ding sollte den Aggressor zerhacken und dann hätte er nämlich auf das schießen können, was jetzt da steht. Da hätte ich schön die Charaktermodelle da wegfrühstücken können, also den hätte, Lieutenant. Hätte, aber die stehen ja zum Glück alle noch. Ja, jetzt richtig. Ja, das ist ja die Scheiße. So, da hinten die beiden Bolter-Typen auf deine Intercessors. Auf die 3. Da treffen 3. Auf die 4. Einer. Minus nichts. Auf die 3. Ja, safe. Ja, so. Charge-Phase. Die da in die Intercessors. Abwehrfeuer. Die kommen eh nicht rein. Aber Abwehrfeuer gibt es trotzdem. Ja, warte mal. Ich nehme jetzt wieder einen Wiederholungswurf, glaube ich. Oder 3 Zoll? Nee, reicht nicht. Naja, wir machen erstmal Granatwerfer. D6. Ja. Oh, 6. Treffen auf die 6 leider nichts. Aber dann kommt nochmal Bolterausschuss. Und das sind auch 6. Mhm. Auf die 6? Nein. So, wir nehmen jetzt einen Wiederholungswurf. Drin sind sie. So, die. Ach, ich habe wahnsinnige Angst. Ich stell die mal dahin. Die hauen die Inter. Ja, der Sergeant hat. Nee, da ist ja kein Sergeant mehr dabei. Okay, dann da hinten der Termi in die Assassine. Ja, gut, kommt dran, ne? Reicht das? Ich. 1 Zoll, ne? Richtig. Ja, ja, reicht. Alter, warum? Abwehrfeuer? Ja, das gibt's doch hier nicht, oder? Was ist ich schmeiß die Würfel jetzt echt weg hier. Auf die 6 leider nur. Na, Kippe, bent. Komm, komm. Ja. Einmal Glück haben, ne? Ja, okay, dann wird jetzt zugehackt. Die 2 da hinten. Auf die 3. Auf die 4, einmal minus 0. Ja, siehste. Ein Wahnsinn. Einen schönen kleinen Wadenbeißer. Jetzt wird's bitter. 4 Stück schlagen zurück. Nee, ja, warte mal. Lass mich erstmal mit dem Termin noch zu haben. So, auf die 3. Auf die 4, alles wiederholen. 2 Stück minus 1. 4er Retter. 4er Retter. Das gibt's doch nicht. Ja. So, jetzt darfst du zurückhauen. Ich darf zurückhauen und zwar. Schlagen. Ach so, warte mal, Entschuldigung. Kalga muss natürlich noch chargen. Das reicht. Ja. Okay. Das, ups. Abwehrfeuer. Ja, den hat er ja nicht gesehen. Hast du einen gesehen, ja, hast recht. Aber egal, dann, gut. Also er sollte sich wenigstens im Gesicht. Ja, zu. Aber der hat ja das Rückmodul fehlt ja, deswegen habe ich den für die Kamera so. Dass er in den Rücken geschlagen kriegt? Naja, ich weiß nicht. Naja, Kalga reicht. Das ist ein. Also, wir hauen. Ich glaube, wir hauen mal. Warte mal. Wir haben hat hier. Hat noch die 3, ne? Also, 3. Ja, ich glaube, wir hauen. Wir hauen jetzt mit den Fäusten von Ultramar zu. Einfach, weil es sich so gut anhört. Auch wenn hier gelacht wird. Ja, so, einen billigen Scout. Ist egal. 5 Attacken auf die 2. Wiederholen wir über Kalga. Das war aber auch schon wieder knapp. Und wieder auf die 2. Ja, 5-mal mit minus 3. 4er, also das war's das. Das war's leider, ja. Ja. Oh, du hast einen Scout zerschlagen. Ja, das ist schon eine Leistung, das brauchst du mir nicht runterreden. Den darf man nicht zurückschlagen. Richtig, aber der darf sich jetzt hier. So, aber du darfst jetzt da hinten noch zurückhauen. Und hier. Ja. Fangen wir doch mal hier an. Okay. Die dürfen alle zurückschlagen, oder? Ja. Wenn du da reinfallst, aktivierst. Ich aktiviere. Oh, oh. Die Jungs gehen hier ran. Na, das ist möglich. 2, 4, die haben alle 2 Attacken. Das sind 8 Attacken. 2 Attacken, Sergeant, 3 plus Kettenschwert. Ach du Alarm. Ja? Das wusste ich ja gar nicht. Da hätte ich mir das etwas anders überlegt. Ja, also 6, 7, 8, 9, 10 Attacken auf die Jungs. Mhm. Auf eine 3. Oh, oh. Auf eine 4. 2 nur. Das würde reichen. 3. Nein, was ist denn das?
Leg ich nicht Primaris an. Ja, scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit den Schlümpfen los hier, ey? Meine Güte. Ja, auch gut. Ja, hat der wirklich, das ist, finde ich, ein bisschen traurig, dass er nicht mal, dass der arme Windicare Session halt nicht mal eine Energie bewahrt. Ja, so irgendwo versteckt, ne? Ja, wird nicht besser. Wird nicht besser. Gut, aber ist egal, er hat 5 Attacken, die auf die 2 plus treffen, immerhin. Naja, trifft halt auch nicht so gut. Wundet auf die 4. 2. Ja, Wunde auf einen Lebenspunkt, der gute Mann. Alles klar. Ja. Okay, 1, 2 Punkte. Nicht schlecht. Da hinten hat es leider nicht geklappt, der Plan. Ach, egal. 7 waren es, glaube ich, ne? Oder? 7? 8? 8. Wegen einem Punkt von letzter Runde. Bin ich dran, ne? Ja, bist du dran. Bewegung. Die Jungs darfst du gerne wieder haben. Bewegung. Bewegungsphase ist vorbei. Stehen geblieben. Einen Moment. Oder wird jetzt. Nee, noch? Was wir noch machen ist. Eine Sache machen wir noch. Wir laufen mit dem. Guck dir das an. Der will einfach noch meinen Kriegsherr töten. Das schafft er nicht. Alles stehen geblieben. Und. Hier. Im Nahkampf geblieben, weil da wird die Pistole jetzt ausgepackt. Jetzt wird exekutiert. Nach Möglichkeit. Der hat noch ein Leben. Genau. Ja. Okay. Direkt anfangen jetzt. Schauen wir mal. Schussphase ist jetzt. Und zwar erstmal fangen an die Jungs auf deinen Kriegsherrn. Ja. Die haben sich bewegt, sind leider nicht in kurzer Reichweite. Ich schieße 3-mal Bolt Rival. Oh. Treffen 2, Wunden auf die 4. Keiner. Nix. Okay, dann die Granate. Trifft. Wundet auf die 3. Wundet. Minus? Minus 2. Oh oh. Durch. Ein Leben weg. Runter auf 2. Ancient mit Schnellfeuer auf ihn. Ja. Trifft einmal, wiederholen. Trifft 2-mal. Wund auf die 4. Kein DS. Durch. Lieutenant mit Pistole. Trifft. Ja. Wundet auf die 4. Wundet nicht. Captain mit seiner Mastercrafted Inzi, hast du nicht gesehen. Einmal trifft auf die 4. Nein. Ach, so schade aber auch. Eieiei, wirklich schade. Die da hinten? Die Jungs. Bitte die gleich machen. Ich gucke mal gerade. Ich mach mal mit denen weiter. Ah ja. Die Jungs schießen, also erstmal der Trupp schießt auf den Trupp. Obwohl, die könnten ja auch alle auf. Nee, auf ihn können sie nicht, die müssen auf den. Gut, dann die Jungs. Sarge, 2 Schuss. Treffen beide. Wundet eine. Minus nichts. Safe. Heavy Bolter. Von dem Druck. Trifft nur eine. Wund auf die 3. Nix. Dann. Die Jungs müssen auch auf den Druck. Und zwar Granate. Ich mach Frag-Granaten auf jeden Fall. Davon D6, 2 nur. Na, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Treffen wir beide. Munden auf die 5. Nichts. Dann nochmal 8 Bolterschüsse. Das sind ja auch knallharte Marines. Die halten das. Ja. Schießen halt nicht so gut, aber. treffen alle. Ja, ist halt auch lächerlich eigentlich, ne? Dass die kleinen Jungs genauso viel Widerstand haben wie so ein Primaris. Das ist ja gut, aber das macht sich in den Lebenspunkten wieder bemerkbar, ne? Ja, ja. Immerhin. Trotzdem, also. Ja, ist schon,
5 minus 1. Jo, 4. Ja, da gehen 3. Immer. Gut. Ja. Kaiga bleibt stehen, Junge. Ja, was soll's. Rest von den Snipern, alles auf ihn. Ja, der hat nur einen Lebenspunkt. Einen tödlichen, dann war's das. 4 Sniper. Ja. Treffen 2. Treffen aber nur 2. Mhm. Keine 6, keine 6, keine 6. Nein! Das war's! Das war's für ihn! Slay the Warlord. Dann habe ich noch. Ja, gut, den Raketenwerfer hätte ich vorher angesagt. Hätte ich auch auf ihn angesagt. Also ist er. Ja. Nochmal eine Rakete auf eine Leiche ist auch okay. Ja, mach mal. Ja, komm doch. Komm, los. Komm, tritt mal nach. Trifft. Trifft mit einer 6. Verwundet nicht. Ja. Na doch, klar, verwundet. Doch, auf eine 2. Das wäre. Wie viel Schaden? D6, ne? Mhm. Und? Kaiga, 6 mal tot. Alter, ja, der gut. Ist sowas von dem Arsch. Der war richtig tot. Ja, Nahkampf, Pistole. Pistole vom Dingsbums, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Trifft auf die 2. Ja, verwundet die auch. Verwundet auf die 2. Okay. In Infanterie. Krass. Ja, geht auf jeden Fall durch. Das war's. Ich glaube, bei einer 6 passiert auch noch was, oder? Da, also, ist auf jeden Fall hart. Extus, bla bla bla, nee, auf 2 Nuss. Ah. Genau, against wound. Kein, genau, der ist durch, damit ist der tot. Mhm. Ja. Ja. Exekutiert, würde ich sagen. Aber richtig, 15 waren es irgendwie, ja, auf jeden Fall 18 zu 8 jetzt. Sehr geil. Ja. Hat Spaß gemacht. Das war witzig. Ups, Werbung da hinten. Ja, krass. Wir kommen mal in ein kurzes Postgame. Erstmal begrüßen wir unseren wunderbaren Zuschauer, den Ragnar. Der war nämlich die ganze Zeit dabei. Schönen guten Tag. Und ja, du hast lange nicht gespielt oder früher oft gespielt. Du bist relativ frisch in der 8. Edition jetzt. Und bevor wir beide, es war ein schönes Spiel übrigens. War sehr geil. Cool. Super Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht zuzusehen. Ja, bevor wir jetzt nochmal in so. Ich bin auch einfach ein guter Gewinner, das muss ich sagen. Und ich bin ein guter Verlierer. Jeder. Kann auch nicht jeder. Kann auch nicht jeder. Und gut verlieren kann auch nicht jeder. Das können die wenigsten, ja. Die zum Beispiel finden das nicht gut. Bevor wir beide einfach nochmal so ein bisschen in die Analyse von unseren Armeen kommen, erzähl du doch mal aus deiner Sicht, du, wie gesagt, Frischling in der 8. Edition, in Anführungsstrichen. Ja, ja, gut, kann man einfach so sagen. Ich habe eigentlich keine Erfahrung mit der neuen Edition, muss ich einfach so gestehen. Ich fand das Spiel super interessant, mal die alten Modelle von Robert nochmal zu sehen, mit dem alten Style von den Basen. Also, okay, die Modelle würde ich behalten, ich würde die Würfel von dir wegwerfen, aber ganz ehrlich. Das war echt schlimm. Aber sonst war ein wirklich interessantes Spiel, was ich da mir anschauen durfte. Und ja, jetzt natürlich die neuen Modelle daneben zu sehen, da sieht man natürlich, was halt in der Zeit auch passiert ist. An Veränderungen, an Designing. Das ist halt wirklich ein interessantes Spiel gewesen. Abgesehen davon konnte man natürlich auch sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Also, wie gesagt, absolut. Ein interessantes Spiel. Ja. Und die haben sich ja natürlich auch noch tapfer geschlagen, deine alten Schlümpfe. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gar nicht gedacht, dass jetzt die neuen Modelle mit den neuen Regeln da jetzt einfach rüberrumpeln. Ich hätte das auch so nicht erwartet. Aber muss ich sagen, muss ich gestehen. Aber ich habe ja keine Erfahrung. Vielleicht hast du das anders gesehen, aber schlussendlich hast du dich tapfer geschlagen. Ja. Hatte sogar wirklich ein paar Momente, wo ich gesagt habe, jetzt dreht ihr das. Mhm. Ja, aber zweite Runde, Ende zweite Runde von mir, ja. Mhm. Aber ja, so, du bist begeistert von den neuen Modellen wahrscheinlich. Ja, auch, ja, ne? Schöne Modelle, ja, auf jeden Fall. Assassinen, du kennst sie von früher, immer die noch die waren geil. Schon immer bitter. Mhm. Die hatten immer schon einen bitteren Beigeschmack. Ja. Aber wirklich auch schöne Modelle. Schön, dass sie jetzt nochmal in der Wild War von den Regeln jetzt nochmal rausgekommen. Ich habe das jetzt schon. Total. Ja, wirklich. Also wirklich klasse. Geile Modelle, ne? Also, muss man sagen. Ja. Ja. Ja, die alten Marines, ich fange jetzt einfach mal an. Wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Gerne. Ich hätte es ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also ich hatte echt schon überlegt, die Liste ein bisschen umzustellen, wo ich gesehen habe, dass du sehr viel Infanterie mit hast. Mhm. Keine große Sachen wie Widerstand 7, 8 oder so haben, weil ich halt viele Let's Cannons dabei hatte. Aber ich glaube, dass aufgrund der geringen Kadenz und den wenigen Schüssen, die ich immer mit der Autocannon hatte,
dass das gar nicht so ins Gewicht gefallen ist. Also dass da gar nicht so, dass es für dich nicht so schlimm war. Du hattest ja das krasse Gegenteil. Genau. Ich hatte harten Beschuss, du hattest die Kadenz. Ich habe halt wirklich, eigentlich war es bei mir genau also ähnlich, dass ich echt Bedenken hatte, aufgrund meiner sehr infanterielastigen, aber auch gegen Infanterie aufgestellten Armee. Mhm. Ich hatte ja auch, gut, bis auf den Hellblaster Squad hatte ich nichts drin, was wirklich theoretisch jedenfalls einem Panzer gefährlich werden könnte, ne? Oder was weiß ich was. Die Kadenz hat es aber einfach rausgerissen, ne? Weil einfach, wenn du dann, weiß ich nicht, paar 40 Bolterschüsse auf dem Panzer, dann kommt halt doch was durch. Ne? Es zeigt sich immer wieder, Kadenz über alles. Genau. Kadenz über alles. Ist wirklich so, ne? Weil ich habe jetzt wirklich mit einer, also ich habe mit Panzern gerechnet. Bei drei Panzern dachte ich, das wird bitter, aber ich habe halt, wie viel? Ich habe zwei Panzer und den Dropport entnommen. Hätte ich nicht mit gerechnet, gut gelaufen. Gut, Kronos stand hinten, hat sein Ding gemacht. Tja, den hast du völlig, also überhaupt nicht beachtet, wahrscheinlich auch aufgrund der Reichweite nicht, aber also ich hätte es so nicht erwartet. Das Problem war, gut, man muss natürlich jetzt diese Würfe mal außer Acht lassen, aber alle Einheiten oder gerade auch so ein Drop-Hot, wenn man den mal mit früher vergleicht, ich kann mich nur wiederholen, einfach, das stellt überhaupt keine Gefahr mehr da, das Ding. Da kommen Marines raus, ja geil, dann zündet er einen Ausback-Scan als Marine, na, dann kriegst du erstmal eine verbraten, wenn du da die Deckel aufmachst von dem blöden Drop-Hot und dann machst du das erstmal, dann guckst du erstmal blöd aus der Wäsche, ja geil, sind vier Marines weg. Ja, super. Ja. Und dann komme ich da raus mit meinem 8-Zoll-Flamer. Ja, was machst du da? Blöd, da standen noch vier. Ja. Also ich finde, da fehlt einfach so der Punch. So einfach, weißt du, da muss ein Dreadnought rauskommen. Der muss da muss ein Autocannon dran sein, da muss, ne? Also da passiert ja nichts. Ja. Der stand halt dahin. Wenn ich nochmal was zu dem Kadenzthema einwerfen kann, früher war es ja auch so, ihr werdet euch daran erinnern, da gab es ja diese Streifschüsse und Volltreffer. Ja. Die hättest du ja gar nicht mit den normalen Truppen, die jetzt auf dem Feld sind, mit der Stärke erreichen können. Jetzt könnt ja jedes Modell kann ja jetzt jeden Panzer verwunden. Ja. Und das macht ja das Spiel richtig wieder eine ganz andere Sorte. Ne? Vorher, wenn du keine Laserkanonen hattest oder keine Maschinenkanonen und der Gegner hat einen Panzer aufgestellt, ja, dann hattest du deinen schweren Bolter und konntest dann halt rumschießen. Ja, das stimmt. Wenn ich mich daran erinnere, wie was es für ein Krampf war, mit Imps eigentlich gegen jede Armee zu spielen, aber durch die reine Kadenz und durch diesen hohen Verwundungsfaktor hättest du auch damals in der Edition nach den Regeln mit den Imps leichtes Spiel gehabt. Ne? Also einfach unheimlich viele Modelle stellen. Das stimmt, ja. Und heute sind die Imps ja auch echt eine Ansage. Boah, Wahnsinn. Ja, gucken wir mal. Es wird sich jetzt in einem der nächsten Spiele, kommt die neue Imp-Armee mal, die wir jetzt endlich zur Verfügung haben, mal aufs Feld. Und da sehen wir das einfach mal, diesen extremen Beschuss mit verdammt vielen Infanteristen. Und ja, gucken wir mal. War auf jeden Fall ein cooles Spiel. Und ich muss echt als alter, eingefleischter Ultramarine-Spieler sagen, und ich mag die, also was heißt, ich mag die alten Modelle, ich mag die alten Modelle jetzt nicht unbedingt, aber ich halte irgendwie an ihnen fest. Du verbindest was damit. Ja, das ist halt einfach, ne, das sind meine Ältesten, die, ich weiß nicht, wie alt die sind, die Dinger, ne, und irgendwie, aber ich finde die neuen Primaris mit Modelle und das ging jetzt, einfach generell, auch von den Regeln, die haben sich da so geile Sachen einfallen lassen. Gerade auch mit dieser 12 Zoll, mit diesem Störsender oder wie auch immer, dass ich nicht innerhalb von 12, also nicht um den 9 Zoll, dass ich 12 Zoll Abstand halten muss beim Schocken. Ich habe, wir können ja mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, mit dieser Regel, ich habe die das erste Mal gelesen und gehört und dachte mir so, die könnte ganz schön viel Unruhe ins Spiel allgemein bringen, wenn man das jetzt mal allgemein betrachtet. Also ich habe die Regel fand sie gefährlich. Aber jetzt richtig auf die Marines betrachtet, ist das genau das, was die eigentlich brauchen. Weil du brauchst erstmal, du hast den fehlenden Punch vorne, wenn du deine Bubble hinten hast und deine Ballerburg. Und du brauchst einfach Sicherheit hinten. Und das kriegst du einfach mit so einem Störsender, dass dir einfach keiner nochmal 9 Zoll hinten in deine Bubble kommt. Ne? Ich sag mal, Infiltrators Squad, auch als Kampftrupp, zweigeteilt, um deine Flanke zu sichern mit 12 Zoll, macht schon deutlich mehr aus. Ne? Ja, schon cool. Also gut, die sind auch teuer, aber lohnen sich dann vielleicht doch wieder. Ne? Bist ja dann auch von der Anzahl her meistens unterbesetzt. Ja, hast ein großes Spielfeld, hast große Löcher, wo der Gegner reinschocken kann.
Bei ja. Tyranniden oder sowas deckst du eine riesengroße Fläche ab. Mhm. Abgesehen davon, dass mit denen keiner einen Nahkampf möchte, ist nee. Natürlich auch klar, dass es natürlich da schwerer ist, dann halt die Einheiten ins Ziel zu bringen mit einer Schockattacke. Definitiv. Oder sowas. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall sowas dann auch gebraucht wird. Absolut. Also ja. du musst halt einfach dadurch, dass du immer so das Problem hattest, du standst hinten drin mit deinen Marines, du hast deine unfassbar effektive Bubble gehabt, wo du dann einfach alles wiederholen kannst. Aber das hat dir vorne gefehlt. Und dann einfach, um hinten diese Position nochmal zu festigen, diesen Störsender mit diesen 12 Zoll, dass du vorne vielleicht einfach ein bisschen mehr Spielraum hast, ne? Weil der Gegner tendenziell eine Runde länger braucht, bis er dran ist. Und das finde ich schon gut. Also auf die Marines, ich finde die Regel geil und ich bin echt gespannt auf die neuen Modelle, die jetzt noch kommen, also die wir jetzt auch einsetzen werden von den Primaris. Ne? Allein ja. die neuen Jumpy Boots mit den Stärke-Dingsbums da und boah, Wahnsinn. Ja. Auf die bin ich auch mal gespannt. Also das ist eine super Einheit, glaube ich. Er macht durch die unheimlich gute Reichweite, Stärke ist super, ne? und auch die Sperrfeuerregel. Abwehrfeuer verhindert. Ne? Ja. Ist ganz geil, so ein bisschen zu stören und dann um den Nahkampf zu gehen. Ja, doch. Ja, also ich stelle mir diese Kombination auch, ich meine, die lässt man schocken. Den Captain könnte man theoretisch verdeckt aufstellen vorher. Also man hat theoretisch sogar diese, sag mal, man profitiert von dem Einser-Reroll. Also da gibt es geile Kombinationen, die da jetzt echt spielbar sind. Ne? Gut, einen Captain mit Jump Pack gibt es immer noch, aber der ist natürlich auch echt teuer, auch auf der anderen Seite. Ja, geil. Also ich find das schön, was die machen mit den Marines momentan, mit den Primaris. Ungeachtet dessen, na klar, brauchen es viele andere Armeen jetzt auch und der Fokus liegt jetzt wieder auf den Marines und natürlich auch auf den Chaos-Truppen, aber ja. Besonders würdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den Chaos definitiv, bei den Marines. Waren ja auch immer die ersten Kodizes, die rausgekommen sind und wurden dann halt auch ganz schnell vom Power-Level von den anderen Kodizes überholt. Das außerdem. Und dann sind die meistens dann auch immer weggerannt und dann. Ja, das war da hast du auch wieder recht. Marines Problem, damals waren extrem stark, wo der erste Kodex rausgekommen ist und jetzt. Ja, sind so ein bisschen im Hintertreffen und von daher schon okay. Absolut. Und ja, man muss sie mögen, ne? Man muss sie mögen, ja. Ja, aber ich mag sie. ein paar abschließende Worte. Generell auch mal zur Lage. Also ich sag mal, wir hatten das ja vorhin schon diskutiert, ne? Miniatur des Modells ist auf jeden Fall der Windycare. Ne? Ich werde den definitiv jetzt häufiger einsetzen, weil das war mein erster Einsatz. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, doch, er hat sich bewährt, hat sofort den Lieutenant rausgesnipert, hat 72 Nahkampf gegen Termis überlebt und hat den letzten noch direkt exekutiert. Ich meine, wie sich das gehört. Mit der Pistole, ne? Mit der Pistole. Also der war im Nahkampf, zieht die Knarre und schießt dem Typen. Hat ihn ja wahrscheinlich erstmal nochmal mit der Klinge irgendwie durch die Schläuche geschnitten. Wahrscheinlich. Den einen Lebenspunkt hat er ihm ja auch noch gezogen. Dann hat er ihn nochmal exekutiert. Geiler Typ, muss man sagen. Ansonsten, ich bin wieder rehabilitiert wegen meiner Scouts. Die sind ja bei den Necrons ein bisschen verkackt, aber tatsächlich dieses Mal haben sie wieder genau das gemacht, was sie machen sollten. Sie haben gestört, einfach aber nur genervt. Du hast halt auch eine Masse gehabt heute, ne? Ja, heute war. Ja. Und das muss ich auch als Erfahrungswert sagen, einfach ein bisschen mehr Fleisch auf die Flanke gebracht. Das heißt, meine Ballerburg trotzdem gestellt bei einem Missionsziel, aber das andere Missionsziel so ein bisschen unterfüttert. Das war viel absolut, wert. Weil mir hat auch einfach die Kadenz gefehlt, um da wirklich effektiv Feuer irgendwo anzubringen. Also ich habe da keine Chance gehabt. Klar hätte ich meine Marines weiter nach vorne laufen lassen können, aber ja, was kommt denn da an? Ne? Ja. Den Dropport vielleicht anders runter, aber gut, dann kommt der Ausback-Scan. Den hatten wir eben schon. Willst du denn da machen? Der wäre auch auf der anderen Seite gekommen. Ja. Also nach wie vor, wie gesagt, das Banner absolut Gold wert. Ne? Ich meine, absolut. Schönes Ding. Ne? Einfach als ordentliche Must-Have für die Marines. Hammer, das Ding. Ja. Und ja, was ist noch zu sagen? Ich meine, das passt. Die Eliminators, muss ich sagen, die haben mich jetzt noch nicht so überzeugt. Das indirekte Feuer, ja, könnte was bringen, aber ja, es sind nur drei Jungs. Vielleicht mal mit 6 probieren. Ah, nee, geht ja. Du hast ja 2 Trupps dann. Scheiße. Also zweimal Unterstützung sind sie eigentlich auch wieder, verbrauchen dazu wieder ein.
Ja, man könnte sie vielleicht nochmal dann offener stellen, genau wie Scouts, ne, in Deckung, dass sie im Prinzip nicht vom indirekten Feuer profitieren, dann sind die, glaube ich, besser so eingesetzt. Aber dann kannst du trotzdem relativ schnell wieder weg. Was kosten die an Punkten? 22 pro Modell. Ja, also die sind auf jeden Fall okay. Das heißt, eigentlich ist es immer noch eine relativ günstige Einheit, die du, kann man machen, ja, die du Missionsziel halten lassen kannst. In Deckung, ohne Sichtlinie, und die können trotzdem noch schießen. Also ich könnte mich ja gerne verbessern, wenn ich das jetzt falsch gesehen haben sollte, aber die standen ja im Grunde genommen da hinter der Deckung und wurden ja gleich im Grunde genommen von den Terminatoren angegangen, so einen zweiten Zug. Und dann waren sie ja schon am Moven, dann waren sie schon am Bewegen, haben ja dann ihren minus 1 aufs Treffen bekommen, kommen sie ja dann wahrscheinlich auch. Ne? Und dann waren sie auch im Nahkampf. Also ich glaube mal so regelmäßig, über mal so 3-4 Runden mal zu schießen, dann nehmen die wahrscheinlich auch mal was raus. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier... Wobei sie tatsächlich, wenn sie offen stehen, effektiver sind, ne? Weil sie dann aber die besseren Geschosse haben. Und ich meine, das eine Geschoss ist ja ziemlich geil mit Stärke 4, DS-2 und D3 Schaden. Wahnsinn. Ja. Das ist wieder cool, ne? Aber also bessere Sniper auf jeden Fall. Ne? Das Indirekte ist dann nicht so... Ja, vielleicht sollte man das Indirekte als... nice to have, also wenn man im Grunde genommen da mal einen Schaden... Man sollte drauf vielleicht nicht drauf setzen. Genau. Ja. Dafür sind sie eigentlich zu teuer. Weil aber du ziehst dich zurück hinter eine Deckung, kannst trotzdem noch schießen. Du kannst ja schießen, ja genau. Das Modell ist ja keine Option, die dir verloren geht. Ja, ne? Das ist schon gut. Ja. Ja, gucken wir mal. Ansonsten neue Captain, cool, mit seinem Warlord-Trade da. Okay, das ist geil. Mega gut. Omnistörer auch super Sache. Im Nahkampf muss er nicht unbedingt. Aber nee, um Gottes Willen. Mit diesem Combat Knife. Und die Buffe ist auch nicht so schlecht. Absolut. Ich meine, die kann auch snipern. Zwei Schaden flat. Genau, wie gesagt, kann snipern. Stimmt. Das ist ganz geil. Lieutenant, der neue, keine Ahnung, da bin ich rein regeltechnisch vom Lesen her überhaupt nicht überzeugt von. Nee, der hat halt... Ja, aber was kann der neue Lieutenant, ne? Ich meine, den könntest du mit Reavers kombinieren. Also wenn du mal irgendwie eine Unterstützung für die Reavers haben willst, dann ist der ganz okay, weil er einfach denen ihre Wounds bei 1 wiederholen kann. Aber ansonsten hat er ja nichts. Werden die Reaver dadurch spielbar, wirklich? Ich meine, die Dinger sind ja nur im Killteam geil im Spiel. Ansonsten werden die spielbar jetzt dadurch? Ich weiß nicht, ich habe jetzt mal mit den Reavern... Also die Reaver finde ich, das ist eine der umstrittensten Einheiten überhaupt. So, letztes Mal, als ich sie eingesetzt habe, waren sie ganz geil. Mhm. Aber auch, weil der Gegner sie wieder vergessen hat. Also sie sind wieder in den Rücken gefallen und haben dann unheimlich von hinten aufgeräumt und gestört. Wenn man sie dann mit Dolchen ausrüstet und den Lieutenant dazu packt, dann haben die auch natürlich relativ viel, dann haben die ja jeder 3 Attacken. Mhm. Und dann Wunden wiederholen bei Einsen. Ja, könnte stark, okay sein. Einfach auf leicht gerüstete Ziele. Ja, also da brauchst du nicht gegen Widerstand 5 angehen oder so. Da musste ein Infanterie rein. Kommt wahrscheinlich auf den Gegner auch einfach drauf an. Natürlich, klar. Ja. Aber also ein paar imperiale Gardisten oder ein paar Tauwelten auf jeden Fall aufbauen. Genau, so um eine imperiale Armee, die vielleicht auf Infanterie aufgebaut ist, im Rücken zu fallen. Die wollen ja auch nicht im Nahkampf. Genau, da ist dann das. Dann kriegt man sie dann halt irgendwo in eine Flanke oder je nachdem, was halt möglich ist. Ja, aber sind natürlich auch teuer. Das stimmt. Also deshalb der neue Lieutenant, ja, da bin ich mir auch überhaupt noch nicht sicher, ob ich den überhaupt mal einsetze. Weil, also klar, wir setzen den mal ein, gucken uns den mal an. Aber sonst hat er ja nichts, ne? Ich glaube. Nee, sonst war gar nichts Tolles. Ja, man kann nur schocken. Mhm. Das ist halt, du mit diesem Schocken, das finde ich halt ganz geil. Durch dieses Sprungmodul, das ist halt cool. Dass du da, weil da hast du ja effektiv bei den Primaris, hast du das ja bis jetzt gar nicht. Du hast keine HQ-Modelle, die mit schocken können. Durch diese, also das ist schon cool. Also das ist ein guter Anfang. Wenn sie jetzt noch einen Captain mit Sprungmodul ausstatten. Ja, ich glaube, ich werde auch einen meiner Lieutenants werde ich einfach zerschneiden, hinten die Dinger anmachen und meinem Captain geben, weil falls sie das irgendwann mal dürfen, hast du gleich ein umgebautes Modell. Ja, egal. Nee, war ein schönes Spiel, das läuft hier noch alles, ja. Sehr schön. War echt ein cooles Spiel, ja, war auch schön, dass du zugeschaut hast. Hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen. Und, ja, muss auch erstmal auf die Idee kommen, alte Marines gegen neue. Ja, musste mal sein. Ja. Eine besondere Sache noch, Ragnar ist ja auch Teil unserer Community, auch ein guter Kunde von uns. Und Ragnar hat was ganz Besonderes zu Hause in seinem Kellerchen, was er da bastelt. Und also er bastelt eine Spielplatte. Ich wollte jetzt gerade sagen, er träumt der sonst was von. Aber
das ist schon echt krass, was er da baut. Also wir haben schon ein paar Videos gesehen und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass wir da mal einen Battle Report in seinem Keller drehen. Das würde mich freuen, ja. Sowas habt ihr auf jeden Fall noch nicht gesehen, denke ich. So ja, hoffe im, ich. Im Standard. Also ich hoffe jetzt im Grunde, dass die Zuschauer auch nicht enttäuscht werden, aber ich denke... Nee, also das kann man. Allein die, ja. Diese Größe, denke ich, da, das kann man, die kann man gar nicht. Wie war das mit dem 24 Zoll? Ja, 24 Zoll innerhalb eines derselben Gebäudes brauchen die Einheiten, um sich dann zu beschießen zu können. Royaler Palast, ne? Ja, so in der Größe. Wird ne, also das werden wir auf jeden Fall die kommenden Wochen mal machen irgendwie, Monate, wie auch immer. Ja, das Problem ist, passt. Ist ja echt, also von den 50% muss man einfach sagen, ist erst bemalt. Ja, und ich gebe mir natürlich auch sehr viel Mühe für die Sachen. Ich meine, wenn du vorbeikommst, kannst du es dir gerne angucken, bist herzlich eingeladen, habe ich ja schon mal gesagt. Du natürlich auch, kannst es auch gerne angucken, wenn du möchtest. Also, und hast du Bier da? Bitte? Ich habe für dich auch Bier mit Alkohol. Mit Alkohol? Das ist gar kein Problem. Oh. Das lasse ich mir, ne? Dann lasse ich mich nicht lumpen, ne? Also, wenn er das braucht, um meine Platte zu ertragen, dann habe ich das natürlich da. Aber nein, das ist auch einfach so. Tragen, wo man dann Schnaps her. Ja. Wir haben Ragnar vorhin gefragt, ob er ein Bier trinken will, und dann hat er gefragt, ob wir auch alkoholfreies haben. Ja, furchtbare Sünde hier anscheinend. Oh, naja. Muss man halt nicht. Ich hoffe, ihr guckt den Battle Report abends. Ja, weil, ja, dann wird sich jetzt noch mal aussehen. FSK 18 Nummer Wein. Ja. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, nee, das machen wir mal. Also da werden wir irgendwann mal Battle Report. Wenn das Ding fertig ist, könnt ihr sofort mit eurer Armee aufmarschieren. Apokalypse, da werden wir gleich mit der vollen Mannschaft auf. Dann habe ich vielleicht auch meine Barbaras dann schon im Grunde genommen aufgebaut. Und ja, du musst ja erstmal die Platte fertig machen. Was willst du denn noch alles machen? Ja, hier, irgendwo muss man sich ja Ziele setzen. 50%, ne? 50%, das dauert noch lange genug. Ja. Wenn du so schnell malst wie Dennis, dann dauert das noch eine Weile. Ich mal langsamer. Ach du Scheiße. Jesus, okay, ja, auf jeden Fall, das kommt. Ja, dann war's das für heute. Vielen Dank dir wieder. Danke auch. Wir werden bald wieder weiterspielen. Ab jetzt 1750 Punkte und richtig Vollgas. Also nicht Vollgas, aber jetzt geht's langsam. Wir haben jetzt ein paar Spiele gemacht. Jetzt kommen die knackigeren Listen. 1750 und ich werde mir auf jeden Fall was ausdenken in der nächsten Spiel, wo es dann mal knackiger wird. Also, ja, ich auch. Es wird das, jetzt. Ja. Ich habe da auch schon ein bisschen. Ein bisschen die Ketten lösen. Jetzt ist der Spaß vorbei. Ne? Und jetzt geht's los. Ja. Ja, wie gesagt, 1750 Punkte, wir erhöhen jetzt. Und dann, falls ihr Interesse habt, weil immer mal wieder Fragen kommen, ob wir Patreon haben, ob wir PayPal haben, wo ihr irgendwie eine Spende da lassen könnt oder sonst irgendwas. Nochmal, nein, das haben wir nicht. Unser Kanal bleibt auch erstmal absolut werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben unter dem Video in der Beschreibung einen Link drin. Das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr GW-Produkte über uns bestellen. Wir haben einen eigenen Laden, falls ihr das auch noch nicht wisst. Wir verkaufen GW-Produkte und ihr kriegt grundsätzlich auf alle GW-Produkte 20%. Ausgenommen davon sind Codices, weil wir haben einen Buchpreisindex, da ist das immer so ein bisschen ein Problem. Und GW-Exclusive, also Web-Exclusive-Sachen, da gibt es bei uns 5% drauf. Das heißt, ihr könnt uns einfach anschreiben über diese E-Mail-Adresse, dann könnt ihr diese Sachen bei uns bestellen. Wir sagen euch, ob wir das auf Lager haben. Wenn wir es nicht auf Lager haben, dann wird es bei uns immer Sonntagabends bzw. Montagmorgens bestellt. Da ist die Ware dann donnerstags da, wenn wir es nicht lieferbar haben. Und dann geht es donnerstagabends noch in den Versand und ist dann spätestens samstags bei euch. Das wäre so der Weg, wo wir uns freuen würden, wenn ihr uns da unterstützt und einfach bei uns einkauft. Weil wir sind auch nicht teurer als andere. Wir sind ab 100 Euro versandkostenfrei. Und wenn ihr Bock habt, unterstützt uns auf diesem Weg. Wir freuen uns. Bald ist auch unser Online-Shop online und dann könnt ihr das ganz regulär so machen. Bis dahin erstmal nur über E-Mail. Ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr wieder Spaß mit uns hattet und dann sehen wir uns hier beim nächsten Video auf unserem YouTube-Kanal. Macht's gut, ciao. Ciao.